Also, ah, super. Fucking big deal, gestern am 18. Januar 2022. Microsoft kauft Activision fucking Blizzard. Unfassbar. Unfassbar. Was war dein erster Gedanke, gewesen, wo du das gelesen hast? Oder was ist dir aus erstes durch den Kopf? Ja, also eben, es war irgendwie am Nachmittag, ich so voll easy am Chillen und dann hat es mich schief am Stuhl gehauen, wo ich dann oft mal Meldungen bekam, links und rechts auf dem Handy. Zuerst habe ich das gar nicht glauben, und dann bist du noch gekommen und hast mir es geschrieben und dann bin ich schon der News gewesen, und dann habe ich gedacht, nein, bevor ich jetzt da auf die Publish drücke, muss ich zuerst mal noch ein bisschen recherchieren, ob das nicht irgendein Fake ist. Das hat so unrealistisch getönt. Unglaubwürdig. Und dann musste ich ziemlich schnell feststellen, es ist wirklich so. Und dann ist ja kurz darauf die Pressemeldung gekommen, die offizielle von Microsoft, von Xbox. Und dann ja, ist das klar gewesen. Es ist effektiv so. Die haben doch einfach Activision Blizzard gekauft, oder? Für rund 68,7 oder 9 Milliarden Dollar. Ja, fast 70 Milliarden. Milliarden. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge sogar lassen. Wie viel Geld das ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, was haben sie fürs Minecraft gezahlt? Fürs Minecraft haben sie, glaube ich, oder 10. Bethesda war 7 gewesen. Genau. Bethesda war 7 gewesen. Und Minecraft war, glaube ich, nur 2 gewesen. Warte mal, das kann ich schnell nachschauen. Ja, guten Abend, Google. Minecraft, ich schaue das schnell nachher, damit ich sicher bin. Alles gut, alles gut. Und kann es euch erzählen. Alles gut. Google, nein, wir haben. Ja, 2,5. 2,5, okay. Okay, für Minecraft sozusagen, also für einen Publisher. Nein, das ist drin. Nein, das ist auch ja, für Mojang und für halt einfach die Minecraft, genau. Fürs Minecraft-Game. Aber das ist einfach, aber das sind 2 Milliarden gewesen, bei Bethesda 7 Milliarden und jetzt fucking 70 Milliarden. Ja, für Activision Blizzard, das ist schon, das ist der grösste Deal in der Videospiel. Ja. Ich glaube, etwas Größeres hätte es gar noch nicht gegeben, oder? Und er sagt, Google stimmt nicht, 70 Millionen hat Sven gesagt, aber ich habe mich korrigiert. Stimmt, ich habe dem Sven noch gesagt, Sven, aber einblenden, aber es liest doch keiner, es schaut doch jeder zu. Es liest doch keiner, Sven. Weißt, das Ding ist, ich habe das ganze Recording für Insta, alles fertig, schon geschnitten, tipptopp. Und dann bin ich den Kleinen ins Schwimmen bringen, unterwegs kommt mir in den Sinn, habe ich jetzt 70 Milliarden oder 70 Millionen gesagt? Dann ich, bitte nicht, muss ich alles nochmal neu machen. Oh. Ja, hättest du ja noch können, schnell 2-3 Frames reinklicken. Ja, schnell, das musst du schnell so 70 Milliarden aufnehmen und dann das irgendwie reinmachen. Ja, absolut keine Lust mehr. Ja. Also, 70 Milliarden ist der Deal über die Bühne. Was heisst das jetzt konsequent für Microsoft? Was denkst du, macht jetzt Microsoft? Ja, also die hauen jetzt einfach den Game Pass voll, weil die müssen jetzt Inhalt haben für ihren Game Pass. Das ist ihr Zugspferd, oder? Ich meine, die machen ja nicht wie früher in den alten Generationen Konsolenkrieg, die machen einen Inhaltskrieg. Also es ist nicht so, dass es ein Console Wars mehr ist. Jetzt ist es Inhaltskrieg und die sind jetzt eigentlich quasi der Disney von der Gaming-Landschaft, ist jetzt quasi Microsoft, oder? Die haben sich alles Wichtige unter den Nagel gerissen und ich meine, das sind IPs dabei, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Warcraft, Starcraft, Crash Bandicoot, wo eigentlich ja ein Sony Maskottli ist. Eigentlich. Der Tony Hawk, der Call of Duty, Diablo, Overwatch, Guitar Hero. Es ist Wahnsinn, oder? Candy Crush ist jetzt nicht aber okay. Das ist natürlich auch. Man muss einfach sehen, was für einen Wert die Marke Candy Crush hat. Das ist unfassbar. Und was das für eine Fanbase hat und eine Spielerbase. Das ist abartig. Zusätzlich zu den ganzen Doom und Wolfenstein und Fallout und Dishonored und wie sie alle heißen, oder? Und dann ihre eigenen Marken noch. Gears of War und Forza und Halo und hast du nicht gehört? Also es ist schon eine wahnsinnige Maschinerie, die da jetzt dahinter steckt, oder? Aber, ich finde eigentlich, obwohl ich eigentlich, muss ich sagen, ich bin kein Fan von eigentlich so Übernahmen und von Monopolisierung und so weiter und so fort. Aber ich denke jetzt mal in dem Fall bei Activision Blizzard, weil sind wir mal ehrlich, schon ein bisschen ins Auge gewesen. Also eben, jetzt kommt ja noch die Thematik von wegen sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen. Ist ja das rein technisch für Blizzard, Activision, das Beste, was sie machen können?
Es ist für Activision Blizzard sicher nicht das Beste, was sie machen können. Ich meine, das hat schon Konsequenzen. Und ich glaube, der Chef dort, der Bobby, der ist auch nicht mehr lange dort. Auch wenn man jetzt zwar überall liest, dass er noch da ist. Aber ja, ich der glaube, Spence hat noch einen Fittiche genommen jetzt. Ja. Aber ich glaube, dass der eine Abfindung bekommt und dass der gehen muss. Das glaube ich nicht. Ja. Ich wünsche mir jetzt einfach, dass die aufräumen dort, oder? Dass die einfahren bei Activision Blizzard und einfach mal aufräumen und alle. Aber ich glaube, so ganz krass wird es nicht, weil es ist natürlich, sie können jetzt nicht einfach links und rechts Leute entlassen. Das wäre schlechtes Marketing. Oder das wär, aber ja, sie haben in der Führung sie schon aufgeräumt. Aber das heißt, ja, es hat viele Entlassungen gegeben. Es hat auch Leute gegeben, die abständig gegangen sind. Es hat Streiks gegeben. Und, aber das ganze toxische Zeug, was du das letzte gehört hast, das ist die Spitze vom Eisberg. Ich meine, aus dem Standpunkt vom Gamer ist Activision Blizzard auch schon seit ein paar Jahren einfach nur noch bergab, oder? Ich meine, die Games. Warcraft mit ihrem Launcher, mit ihrer Diablo-Handynummer, die sie abgelassen haben. Und ja, es ist doch einfach mühsam. Oder? Es ist mühsam geworden hin und vor. Call of Duty ist auch im Berg abgegangen. Ich meine, das Neueste auch. Da gehörst du eigentlich nichts mehr gut, oder? Nein, aber die Leute kaufen es ja trotzdem. Also wieso sollst du etwas daran ändern, wenn es läuft, wenn es die Leute gleich kaufen, oder? Du redest jetzt von Call of Duty? Ja, jetzt bezüglich. Call of Duty ist ein bisschen Spezialfall, finde ich, weil Call of Duty ist in meinen Augen guten Abend. Wunderschönen guten Abend, ja. Call of Duty ist Mainstream, oder? Muss man sagen. Absolut. Call of Duty ist ein Impulskauf, oder? Es gibt so viele Leute, die laufen in den Laden rein und dann nachher Call of Duty siehst, der Brand, oder? Das kennt man. Und dann auch, komm, jetzt ist gerade Aktion, nehmen wir das auch noch mit, oder? Ja, er ist recht, oder? Ja. Und, ja, genau. Und da schaust du eigentlich gar nicht, du liest da nichts mehr, du hörst da nichts mehr, es kommt das neue Call of Duty aus, es wird einfach gekauft. Oder? Und das geht halt, und es ist eine riesige E-Sport-Szene und alles, also es ist natürlich, das ist etwas Spezielles, finde ich jetzt. Das kannst aber jetzt es wird zum Teil von den Medien so krass verrissen. Also jetzt zum Beispiel, die letzten zwei Titel sind bei vielen medialen Blättern und so oder Reviews so dermaßen zerrissen worden. Ja, das kratzt natürlich viele nicht, weil einfach die denken sich dann, ja, wir können es ja patchen, oder? Machen wir halt Patch 27, warten wir auf den und dann wartest du 3 Monate und tust es mal dann wieder installieren. Es kommt dann schon gut, aber die Mentalität ist einfach unter aller Sau. Ja. Und ich erhoffe mir jetzt einfach von Microsoft, weil ich muss sagen, was Microsoft gut macht als Schirmherr, von ihrer Family an Entwickler, dass sie den Jungs und Mädels, die da Games machen, genug Zeit geben, genug Freiheiten geben, kreative Freiheiten geben und auch viel Kohle geben. Oder? Ja. Also, und dann darum erhoffe ich mir jetzt von so etwas wie, eben, wie du sagst, Call of Duty, dass sie das jetzt nicht mehr jährlich raushauen unbedingt. Oder? Also die könnten jetzt gut sagen, wir haben so viele IPs, oder? Wir haben so viele Games, die wir rauslassen können. Jetzt brauchen wir nicht mehr alle Jahre ein Call of Duty. Wir machen jetzt all 3 Jahre ein Call of Duty. Mhm. Dafür machen wir ein richtig geiles Call of Duty mit Singleplayer-Kampagnen. Und wir unterstützen in der Übergangszeit einfach die Warzone und dann dort ein bisschen Updates die und da und so machen. So stelle ich mir das vor. Und ich stelle mir das auch bei Warcraft so vor und bei anderen Sachen, wo jetzt einfach auch Fallout und so, ist alles ein bisschen bergab gegangen. Und da hoffe ich mir eigentlich durch die Übernahme eine Besserung. Kann man so sagen. Jetzt hat man ja, wenn wir jetzt gerade beim Thema Call of Duty sind, dass wir es nur schnell anhecken, du bist ja nicht einer, der erst seit gestern Game, du bist lange in dem Business, lange mit Publisher zu tun, etc. Entwicklerstudios zu von jensten Sachen. Ist das jetzt, hat ja Call of Duty zwei Entwickler gehabt. Das war auf einer Seite Treyarch, der sich um Black Ops-Reihe gekümmert hat. Und Sledgehammer Games hat sich dort um Modern Warfare-Reihe gekümmert. Und wenn jetzt sagst, es ist noch mehr. Es ist noch Raven Software. Und noch diverse andere kleine, wo eigentlich gar nicht etwas davon hörst. Am Schluss ist es ja so gewesen, dass Activision einfach gesagt hat, lasst alles liegen, was ihr jetzt gerade macht. Jetzt machen wir alle zusammen Call of Duty, oder? Mhm. Und das ist einfach ein Scheiß, oder? Jemand, wo, wie heißt das jetzt? Entwicklerstudio, wo das Tony Hawk's Remastered gemacht hat. Das ist ein geiles Game, das ist wirklich gut gewesen. Und selbst die haben müssen. Das ist doch Raven Software gewesen, nicht? Ist das Raven Software? Das ist, glaube ich, Raven Software gewesen. Aber so einen lässt man doch nachher nicht an einem Call of Duty arbeiten. So einen lässt man doch an einem neuen Tony Hawk's zum Beispiel arbeiten.
oder? Eben, dann könntest das du nachher sagen, okay, Sledgehammer Games plus Treyarch, die zwei zusammen, die zwei Entwicklerstudios zusammen, bringen nur noch eins Call of Duty raus. Wäre ja eigentlich die beste Lösung, oder? Wenn du zwei Entwicklerstudios mit Erfahrung in dem Branding zusammen arbeiten. Für einen Titel. Ja, oder vielleicht sogar nur eins. Ich meine, es macht insofern Sinn, weil es eine riesen Multiplayer-Geschichte ist, die man noch anhängt, dass man zwei Entwickler hat. Einen, der sich um den Multiplayer kümmert und einen, der sich um den Singleplayer kümmert. So gesehen, oder? Aber theoretisch ist es immer blöd, wenn mehrere Studios auf das gleiche Projekt hetzen. Am besten wäre es halt, wenn du einfach einen hättest, der das macht und wenn halt mit Leuten keine Lust mehr haben auf das, dann kündigen sie oder gehen in ein anderes Studio und machen was anderes. Ich meine, eben wie gesagt, Activision Blizzard ist so gross, die haben so viele Studios, da können die Leute so kreativ sein. Aber wenn du alle in einen Topf reinrührst und der Hinz und der Kunz ein Game machen muss, das sie gar nicht wollen, dann wird das Game auch nicht gut. Das ist ja logisch, oder? Hat man jetzt beim Battlefield gesehen, oder? Da hat so viele junge Leute, die neu dazugekommen sind, die keine Ahnung haben von der Grafik-Engine und von den Schwierigkeiten für die Entwicklung. Oder? Die Leute, da kannst du ja nicht etwas herschlaufen in 12 Monaten. Das geht einfach nicht. Ja. Es hat ja, also, das war schon nicht das Einzige, wo man ein bisschen gesehen hat, dass es jetzt auch eine Verbesserung geben könnte auf Xbox, also bei Microsoft, sage ich jetzt mal. Das hat extrem hohe Wellen geschlagen, auch weil der Konsolenkrieg besteht halt irgendwie immer noch. Ja, logisch, es gibt sehr halt einfach in beiden Lager, genau. Auch bei den PC-Lern. Es gibt in allen Lagern ganz, ganz viele verbissene, verbohrte Leute, die einfach bis in den Tod quasi etwas verteidigen, was ihnen gar nicht gehört, oder? Und ich finde das alles so lustig, aber ich lasse mich dann gleich immer wieder darauf ein. Ich weiss, es ist dumm und teilweise ist es auch kindisch, aber ich sehe einfach, dass vielen Leuten das Hintergrundwissen fehlt, oder? Und wenn ich dann, als Chefredakteur von einer Game-Seite so viel mitbekommen hat, über 20, 30, 40 Jahre jetzt dann fast, oder? Da habe ich einfach das Hintergrundwissen, das gewisse junge Leute nicht haben, die nur noch Call of Duty online spielen, die einen Jahrgang 2005 haben. Oder? Aber mit denen muss ich eigentlich gar nicht gross diskutieren. Es ist einfach, ja. Ich finde ja, wie gesagt, es ist kein Konsolenkrieg mehr heute, es ist ein Inhaltskrieg. Und ich finde es auch, er hat es gerade geguckt im Chat. Invictus hat das sehr gut geschrieben. Invictus, genau. Er findet das eigentlich scheiße und so weiter. Das ist es so, oder? Also, sollte eigentlich jedes Game auf jedem System sollte eigentlich zugänglich sein, dass du möglichst viele Leute erreichst und jeder kann auf dem Gerät spielen, wo er hat. Wenn ich gerne auf der Scheiße hocke und auf dem Handy zocke, dann soll das so sein. Genau. Mach doch das. Und wenn ich halt lieber auf dem Fernseher zocke oder auf dem PC mit Maus, wenn ich lieber eine Maus habe, mach das. Oder wenn ich lieber einen Controller habe, super. Alle happy. Aber das ist Utopie, oder? Ich meine, Microsoft gibt nicht 70 Milliarden aus, um nachher alles allen zugänglich zu machen. Irgendetwas Kleines werden sie sich zurückhalten. Das aber, auf jeden Fall, aber das Recht haben sie auch. Das Recht haben sie, wenn ich so viel ausgebe, darf ich etwas machen, darf ich etwas für mich abschneiden, weil sie wollen am Schluss Geld verdienen oder ihre Konsolen verkaufen oder den Game Pass viel mehr, weil es geht nicht um Konsolenverkäufe bei Microsoft, es geht um den Game Pass und der ist vor allem auch auf dem PC wichtig. Du musst ja keine Xbox mehr haben, spielst einfach auf dem PC, kannst alles spielen eigentlich, oder? Mit Controller. Auch mit Maus oder mit Controller, wie du willst, oder? Also das ist eben das Schöne, oder du kannst auf dem Handy, die haben ihre Azure oder Azure Cloud, wie sie heisst, das Cloud Gaming ist ganz, ganz stark und das ist der Fokus bei Microsoft und darum sehen die auch jemanden wie Sony gar nicht als Konkurrenz an, das glaube ich auch, das hat ja der Spencer auch gesagt. Der sieht Amazon oder sonst so Cloud-Services, Google als Konkurrenz. Der Invictus hat es wieder gut gesagt, egal wie oft Microsoft oder Sony oder Nintendo sagt, es geht um uns Spieler. Schlussendlich geht es um uns Spieler. Und es geht halt immer ums Geld. Es ist ein offener Markt. Das ist Business. Das ist ein fucking Business. Also wenn ich den Cash hätte, hätte ich es genau gleich wie Microsoft auch gemacht. Scheiß auf Sony. Logisch. Die müssen selber schauen, wo sie bleiben, oder? Die haben jetzt das gesehen, dass die dort so Chaos haben und das hat gerade noch ein bisschen für einen super Deal gesorgt. Sie haben gerade ein bisschen Rabatt bekommen. Die sind so in der Scheiße. Und die haben die Situation einfach voll ausgenutzt. Und das hat jeder so gemacht, wenn er die Chance gehabt und die Finanzen gehabt hat. Hast du das vorausgesehen? Also hättest du so etwas vorausgesehen? Ich glaube, das hätte niemand können vorausgesehen. Das hätte niemand. Das ist so ein Mega-Deal, das nein. Ja. Aber sie haben ja eigentlich mit Bethesda einen Start gehabt. Ich glaube, EA ist auch, ich bin mir nicht sicher, da reden nur einen Deal mit EA. Da bin ich mir eben nicht 100% sicher. Ja, EA haben sie einen Deal, oder? Und dann, okay.
das sind quasi das EA-Angebot, das ja EA auch separat anbietet, im Game Pass integriert. Aber dort sind ja neue Spiele nicht unbedingt dabei. Also dort, das ist einfach so eine Auswahl, wo EA sagt, okay, das ist ein bisschen das Zeug, das hinten noch rumliegt, das könnt ihr halt gratis zum Spielen. Mhm. Aber wenn jetzt eben ein neues EA-Game kommt, wie das Battlefield 2042, ist das nicht ab Day One im Game Pass. Oder? Irgendwann kommt es dann schon, wenn sie merken, dass sie keine Spieler mehr haben, dann tun sie es im Game Pass, damit sie wenigstens wieder mal ein bisschen, aber ja. Das ist ja, also eigentlich rein theoretisch hat ja Sony das alle, die haben ja das beobachtet. Also ich meine, das ist ja nicht blöd. Also ja. Microsoft hat extrem viel jetzt gemacht im letzten Jahr. Ja. Und hast ja vorher gestartet mit dem Game Pass. Ja. Aber die haben müssen. Die haben jetzt einfach müssen entwickeln. Ich meine, Sony hat dominiert. Sony hat die letzten 6, 7, 8 Jahre ganz klar dominiert. Nach der Xbox 360 ist es bergab gegangen für Microsoft. Und das war nicht schön gewesen, oder? Also, wo die Xbox One angekündigt worden ist und das Debakel dort mit Always Online und so war und alle sich abgewandt haben von der Xbox. Vorher war es ja die Konsole gewesen, oder? PlayStation 3 ist ja hinten nachher gehinkt. Zu dieser Zeit. Und die Xbox 360 hat dominiert weltweit. Und dann ist es drauf. Und jetzt, die letzten 7 Jahre, hat die PlayStation halt dominiert. Sie haben da sehr, sehr viele geile Games gemacht, oder? Die ganzen Exclusives. Aber das immer wieder. Sony hat seit Jahren Exclusives, oder? Mehr als Microsoft. Eigentlich ja, viel mehr, oder? Und alle Sony-Jünger immer, Microsoft hat nichts und haha und ihr und so weiter. Und haben im Prinzip dummen Latz gehabt. Und jetzt dreht sich das Blatt ein bisschen, weil Microsoft hat einfach alle eingekauft und jetzt haben sie alle Panik, oder? Und jetzt klönen sie wieder, ja, jetzt haben Microsoft sowieso, kaufen es nicht mehr und so exklusiv. Ja, es ist, aber ich glaube, Microsoft ist dahingehend nicht so schlimm, weil wenn man beobachtet, was sie alle so für PC raushauen. Mhm. Aber das macht ja jetzt, oder probiert ja Sony jetzt auch zögerlich. Mit God of War gemerkt. Ja, aber über ein Jahr alt, oder? Nee! Aber ab 2 Jahren. Weißt du nicht, kommt jetzt doch mehr. Das ist ja schon das Neue. Ja. Oder? Also das ist eine alte Hure Gamelle und Sony wird das nicht machen. Sony wird nicht ein Horizons Neue im Februar oder nachher im April, März geht auf den PC bringen. Da geht wieder 2 Jahre, oder? Mhm. Weil die wollen natürlich ihre Konsolen verkaufen. Die haben auch keinen Game Pass oder das Äquivalent dazu. Und das wird jetzt auch schwer, nachdem was die alles eingekauft haben. Microsoft, ist das fast nicht mehr einzuholen. Das ist fast nicht mehr einzuholen. Siehst du, 20. April 2018, das ist ein uraltes Game. Normalerweise spielt es kein Schwein mehr, oder? 4 Jahre. 4 fucking Jahre, oder? Das findest du für 5 Stutz im Interdiscount im Bin, oder? Dann ist es klar, kannst du es auf den PC bringen. Und nein, schon nicht ganz. Ich meine, eine Umsetzung für den PC braucht schon ein bisschen Arbeit. Ja. Muss man schon sehen. Und sie haben es wirklich super gemacht. Und ich gönne es jedem PC-User, der es noch nicht gespielt hat. Hammer Game, oder? Mhm. Jetzt ist es ja auch so cool. Microsoft hat Activision Blizzard aufgekauft. Ganz viele AAA-Titel, die da dahinter stecken. Hast du das Gefühl, dass jetzt die alten Titel, AAA-Titel, alle noch kommen? Also, dass man jetzt sozusagen alle Call of Duties im Game Pass plötzlich hat? Oder alle Tony Hawks? Machen die das rückwirkend? Oder denkst du eher, sie fangen jetzt an erst mit den neuen Titeln? Nein, ich habe das Gefühl, es kommt rückwirkend noch einiges, wo jetzt im Portfolio von Activision Blizzard irgendwo rumgelegen ist. Weil, wie gesagt, Microsoft braucht Inhalt. Und die werden jetzt alles, was sie können, werden die in Game Pass reinhauen. Und dann ist es automatisch für alle zugänglich. Multiplattform, PC, Xbox halt, oder? Mhm. Aber ja, das wird kommen. Da sehe ich kein Problem. Das ist gesagt. Darum haben sie den Deal ja gemacht. Da können wir uns ja freuen, die ganze alte Call of Duty wieder mal zocken. Ja, natürlich. Für uns, voll mit Cheaters. Ja, gut, aber das ist wieder so etwas anderes. Ja, Cross-Plattform-Gaming ist ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn Konsolen untereinander, bin ich da voll dafür. PlayStation mit Xbox oder PlayStation Switch mit Xbox, alles zusammenmischt. Einfach keine Konsolen mit PC vermischt. Wieso nicht? Das ist ein schlechter Plan. Nein. Wieso? Auf Wunsch, ja. Weißt du, wenn ich es einschalten kann und sagen, gut, jetzt habe ich halt mit dem Jack weg, würde jetzt gerne eine Runde Rainbow Six spielen, dann kann ich das machen. Aber nicht, wenn es dir aufgezwungen wird, wie in einem Battlefield. Wo du einfach sagst, ich kann es gar nicht anders, oder? Das ist ab Release so gewesen. Jetzt mittlerweile kann man es in ausschalten. Was ist denn der Grund dafür, dass du sagst, nein, ich will nicht mit PC spielen zusammen zocken? Also, dass du überhaupt die Option willst haben?
erstens mal wegen der Maus-Keyboard-Steuerung, weil ich einfach eingestehen muss, egal wie gut du bist mit dem Controller und dich auch wohlfühlst damit, gegen eine Maus und ein Keyboard hast du einfach kein Brot. Oder? Und dann haben die auf dem PC auch Einstellungsmöglichkeiten, die ich Konsole nicht habe. Dann machen sie Details auf Minimum runter und machen die Field of View auf 120 rauf. Und nachher dann, dann hast du das kannst du also auf Konsole nicht. Und dann ist das einfach nicht mehr eine faire, kompetitive Geschichte. Moment. Und dann kommen die Cheater noch dazu. Ja, Moment. Ja? Bei Destiny kannst du jetzt auf der PlayStation 5 kannst du ein FOV einstellen. Du kannst sogar das Herz einstellen etc. Du kannst wirklich auch alles komplett einstellen. Also Destiny ist sehr, sehr gut gelöst, auch für Konsolenspieler. Und ich denke, das ist die Zukunft. Dass du das nachher bei jedem Spiel kannst machen. Ein Field of View oder so Einstellung ist ja nur eins, aber dann können wir eben die Maus-Keyboard-Geschichte halt ist eigentlich massgebend und Cheater. Du hast ja Auto-Aim. Auf der Konsole. Es ist nicht das Auto in dem Sinn. Es ist ein kleiner Magnetismus, der quasi einsetzt, wenn du dich ein paar Zentimeter neben dem Charakter befindest. Ist einfach zum Ausgleichen von der Maus und Keyboard. Aber da muss man gar nicht drüber diskutieren. Nein, ich finde es einfach nicht cool. Es ist meine bei PvE-Geschichten, ja, ist es gut. Aber bei PvP-Geschichten finde ich es einfach nicht gut. Die Konsoleros unter sich sein und PC-Spieler unter sich sein. Ja, red nochmal weiter. Aber das sollte einfach eine Option sein. Man muss den Spieler Optionen geben. Wenn ich es will, kann ich es einschalten und wenn nicht, schalte ich es aus. Aber nicht aufdrücken. Mhm. Was heisst das jetzt für Sony? Die kommen gar keine Rechte mehr über an diesen Spiel. Oder was macht Microsoft? Nein. Macht jetzt Microsoft diesen Deal und sagt, ihr könnt es auch auf eurer Konsole haben, müsst aber einfach so und so viel berappen? Ja, das ist ja jetzt schon so. Aber schau, es kommt das Rainbow Six raus, das neue, und das ist halt einfach im Game Pass, und der Game Pass kostet mich 99 im Monat, und da habe ich das, oder ich muss es halt für PlayStation 5 für 59 Stutz Vollpreis kaufen. Ist ja jetzt schon so. Ich bin überzeugt davon, dass Microsoft die ganzen Multiplattform-Games, wie sie jetzt schon gewesen sind, auch so wie beibehalten. Ich glaube, da wird vereinzelt, werden da Rosinen rausgepickt. Da kommt vielleicht ein Starfield, zum Beispiel, oder ein Fallout einmal, ein Singleplayer-Fallout, kommt einmal exklusiv oder so, aber ich so Spiele wie Call of Duty oder Overwatch oder wie sie alle heißen, die ganzen Online-Shooter schlagen mich tot, das wird so bleiben, da wird niemand etwas merken von der Übernahme, weil die wollen ja am Schluss auch Geld verdienen. Oder, also wenn ich jetzt überall die reisserischen News lese von all diesen spekulativen News-Sites im Internet, wo einfach Clickbait-News machen, ja, jetzt wird Call of Duty Xbox exklusiv, das kannst du vergessen. Das kommt nie und nimmer. Was vielleicht kommt, ist, dass ein DLC zeitlich gesehen extra kommt, oder? Dass es vielleicht das haben sie ja schon früher gemacht, auf PlayStation ist die Skins können. Ja, das ist schon früher gehabt. Sind Xbox-User seit Jahren haben das Problem gehabt und jetzt ist es halt einfach anders rum. Scheißegal. Was hat das für Auswirkungen jetzt grundlegend für Sony? Eine bessere Frage. Was muss deiner Meinung nach Sony jetzt machen, damit sie wieder auf die gleiche Schiene kommen wie Microsoft? Was muss passieren? Was müssen sie unternehmen? Also einer hat geschrieben, wo ist das gewesen? Von mir aus kann MS alles kaufen, das war nicht das gewesen. Sony und Nintendo sollen einen Deal machen. Dass Nintendo-Spiele auf der PlayStation kommen und unbekommen. Ja. Ja. Also ich denke, das ist für Sony auch nicht so lukrativ, Nintendo. Nein, also. Aber ich sage jetzt mal, Sony muss gar nicht so viel machen und gar nicht so viel Angst haben. Weil A hat Sony wahnsinnig lukrative und gute IPs beieinander. Und zum Zweiten haben sie eine riesengroße Userbase. Oder? Also PlayStation verkauft sich ja, wenn sie erhältlich wäre, normal, wenn sie zu jeder in den Laden rein könnte und eine könnte kaufen, die hätte doppelt und dreimal so viel verkauft. Oder? Mhm. Weil man muss es schon sehen, es ist eine Dominanz. Und wenn ich jetzt eine PlayStation 4 schon gehabt habe, dann wächst die eigentlich sehr wahrscheinlich. Da muss viel passieren, bis ich mir eine Xbox hole. Da muss eben vielleicht ein Game Pass kommen mit Hunderttausenden von geilen Spielen. Mhm. Und dann habe ich vielleicht, und das weiß Microsoft und darum haben sie es gemacht. Nein, was Sony könnte machen, ist zum Beispiel hergehen und sagen, wir kaufen jetzt all die japanischen Capcom. Entwickler neu, oder? Wir Konami. Kaufen Capcom. Genau, Konami ist zum Beispiel so ein super Übernahmekandidat. Die machen nur noch Pachinko und komische Kartenspiele. und ihre 100 Millionen Dollar IPs liegen einfach brach, oder? Also, ja.
Das wäre ein super Übernahmekandidat. Der macht ein neues Metal Gear raushauen oder sonst irgendwas. Konami, ja. Oder Sega sogar. Sega ist ein auch Japaner. Und obwohl Sega eigentlich ziemlich verbandelt ist mit Microsoft und auch mit dem Brand Xbox, die haben ja den Dreamcast damals auch mitgeholfen, designen und entwickeln. Ist die Japaner untereinander, die sind natürlich so, oder? Das könnte es machen, oder? Oder ein From-Software, oder? Ja, das ist gut. Ja, ja. Ja. Bandai Namco ist fast zu gross, glaube ich. Weil man muss sich überlegen, Sony ist zwar in den Top 3 von den grössten Publisher auf der Welt, also da ist Tencent, die Chinesen mit Tencent, sind die grössten weltweit, mit Abstand. Und dann kommt schon Sony, oder? Und Microsoft ist erst jetzt durch die Übernahme in Top 3 eingestiegen. Oder vorher sind die auch nicht in den Top 3 gewesen. Aber der Marktwert ist natürlich maßgebend. Wenn ich mir anschaue, was Microsoft an der Börse für einen Marktwert hat, warte, ich habe mir das notiert, das ist geil. Also vor dem Deal und jetzt? Vor dem Deal, ja. Okay. Jetzt wird es vermutlich noch viel, viel höher sein, oder viel, viel einfach höher sein. Aber wenn du jetzt anschaust, zum Beispiel den Marktwert von Nintendo zum heutigen Zeitpunkt laut Börse ist 72 Milliarden. Mhm. Also das könnte Microsoft ja auch gerade aus dem Ärmel schütteln, wenn wir jetzt sind, oder? Ich kaufe kommen. Kaufen. Nintendo würde vermutlich ein Schwert reinstecken. Ja. Das passiert so nicht, aber man muss es einfach, dass man mal die Relation sieht, oder? 72 Milliarden ist ja nicht wahnsinnig viel. Und dann kommt Sony. Sony hat einen Marktwert von 145 Milliarden. Das ist schon sehr eindrücklich, oder? Und dann kommt Microsoft mit 2,3 Billionen. Millionen, das ist einfach... Das ist jetzt... Oder? Das ist so jenseits und darum ist für die auch 70 Milliarden, das ist für die im Kopf, oder? Ja. Und da kann natürlich Sony... Da kann Sony gar nicht... Ich nehme es schnell aus der Portokasse. Was? Ja. Activision wollen wir? Ja, warte schnell, machst du eine Portokasse? Easy. Ja, es ist schon klar, also, wenn sie die Relation die Zahlen, weißt. Oder? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Also und, Sony hat ja auch mal angekündigt, sondern man hat spekuliert, dass Sony auch den Weg gehen will, in eine Art Game Pass zu entwickeln. Das war auch mal im Gespräch. Ja. Weiss man da schon etwas mehr oder liegt das immer noch so halbwegs flüchtig in der Luft? Ja, das ist immer noch Codename Spartacus, glaube ich, heisst. Mhm. Codename Spartacus soll so ein Äquivalent sein zu einem Game Pass, aber eben, das wird schwer, oder? Das wird jetzt schwer, oder? Das sehe ich irgendwie schon fast. Aber jetzt gehen wir zurück zum Gamer an sich, also zu uns, mehr, wo gamen. Ist ja eigentlich nachher, wenn man sich jetzt die Überlegung macht, ja gut, macht ja eigentlich mehr Sinn, wenn ich mir jetzt entweder einen High-End-PC kaufe oder ich kaufe mir eine Xbox-Konsole. Ja, das ist natürlich so. Weil du siehst ja im Moment die Marktsituation, wie die Preise auf dem PC-Sektor für Grafikkarten und Hardware aussausen und auch fast nicht erhältlich ist. Also es ist ja schwieriger, ein Nvidia 3080 irgendwas zu bekommen, weder eine Xbox, oder? Ich hätte schon lange einen Gamer-PC aufgerüstet, aber ich komme gar keine Grafikkarten über zu einem vernünftigen Preis und ich sehe es nicht ein, dass ich 1500 Steine und mehr zahle für eine Grafikkarte. Mm. Oder? Und dann gibt es ja auch schon viele Gamer, PC-Gamer, die genau das auch machen, die sagen, ja gut, ein Series X ist einfach einfacher zu bekommen. Und die kostet mir 500 Stutz, oder? Dann nehme ich oder, halt ein, oder ein Series S, die kostet praktisch. Oder sogar ein Series S. Und wenn sie an einem PC-Monitor anhängst, ein Full-HD-PC-Monitor ist immer noch genug, gutes Bild, oder? Du musst jetzt nicht unbedingt 4K und weiss nicht was haben. Nein. Zum Spielen, oder? Für den Game Pass ist das natürlich super. Ich glaube, das ist schon ein Grund, warum sich die Konsole noch gut verkaufen wird. Trotz allem. Auch mit dem PC Game Pass. Und jetzt nimmt es natürlich Wunder. Jetzt hat jemand schon gesagt, Sony-Aktien um 13% geht natürlich. 20 Milliarden Dollar. Also sie haben zwischen 10 und 20 Milliarden, ist es, glaube ich, oder? Ja. Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, es sind 7 bis 13%, oder? Also das ist also alles, was über 10% ist, tut schon wahnsinnig weh. Und das letzte Mal haben wir so einen krassen Sturz gesehen, glaube ich, im 2005, 2006, 2007, 2008. Irgendwas dort rum. Ich mag mich noch erinnern, dass die Aktie mal so abgekehrt ist. Das ist, glaube ich, auch wegen der 360 etwas gewesen. Aber das erholt sich die schon. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Aber das sind gute Clickbait-News-Meldungen, zum den Fans ein Angst machen, aber da muss man keine Angst haben. Sony leidet jetzt da nicht am Herzinfarkt. Ja.
Also eigentlich kann, man ja froh sein, hat Xbox, Microsoft, einer wie der Phil Spencer, wo eben ein bisschen auf das Crossplaying schaut, also weißt du, das Cross-Plattformen, dass der wirklich auch überall das Zeugs will geben für die Gamer und nicht einfach nur stur sagt, ja nein, that's fucking Microsoft, die bekommen nichts ab von dem Kuchen. Ja, das ist eben das, warum ich eben gesehen habe, dass der Deal, warum ich persönlich, und wie gesagt, ich bin eigentlich gegen die Monopolisierung und ich bin gegen so riesige Einkäufe, und ich eigentlich gesehen habe, dass das eine gute Geschichte könnte werden. Oder weil eben aus dem Hintergrund oder aus dem, was der Spencer in letzter Zeit so abgeliefert hat, muss man schon sagen, dass das hätte eine Chance zum gut werden. Oder? Weil er, wie gesagt, viele Freiheiten lässt und die Studios machen die sogenannte No-Hands-Philosophie, also Hands-Off-Philosophie, wie er das einmal genannt hat. Und das merkt man, oder? Also im Halo-Team haben sie auch gesagt, schau, es ist einfach scheiße, machen noch mal ein Jahr, scheißegal. Ja, wie lange hat das gedauert? 5 Jahre? Nein, länger. Ja, schon lang, aber du musst ja einfach sehen, was kostet 1 Jahr lang und du musst 1 Jahr lang Gehälter zahlen. Du musst, also das ist schon bei so einem riesen Projekt mit so vielen Angestellten wahnsinnig viel Geld, oder? Aber kratzt die ja nicht. Ja, gut, ja. Gut, ich denke für die ist wichtiger, dass das Game nachher gut ist, weil die dürfen sich keinen Ausrutscher leisten. Die können jetzt nicht mit irgendwelchen halbfertigen Produkten herkommen, weil sie müssen etwas aufholen, sie müssen sich etwas beweisen. Also rein theoretisch ist Microsoft einfach besser bedient, weil sie einfach viel mehr Cash im Rücken haben, als jetzt zum Beispiel Sony. Sie können wirklich an einem Game-Entwickler sagen, oh yo, easy, mach noch ein Jahr länger, wird auch die Qualität wird besser, von das, was rauskommt. Ja. Ja. Einfach weil der Cash dahinter ist, oder? Und Sony sagt sich, ja nein, also ein Jahr länger können wir das Studio nicht zahlen, es muss jetzt droppet werden, oder? Und dann kommt nur halt Sony ist so brutal, Sony ist so brutal mit ihren Entwicklern, oder? Wenn das nicht an Day One sich gut verkauft, dann ist es einfach weg vom Fenster. Ja. Du siehst es ja bei dem Zombie-Game da, wie jetzt heisst, auf der PlayStation, super Game. Mit dem Töffelfahrer da. Days Gone. Days Gone, ja. Das hat sich einfach am Start nicht gut verkauft. Aber ist aber mega Fan-Favorite. Ja, das ist mega. Ein mega geiles Game, oder? Und am Schluss hat man sich die Zahlen angeschaut, erst gerade letztes Jahr rausgekommen, dass sich mehr verkauft hat bis jetzt als Ghost of Tsushima, oder? Wow. Also ungefähr gleich, oder? 500'000 Exemplare mehr oder so, ist natürlich schon länger auf dem Markt. Aber dann ist doch das ein Grund für einen Teil 2, dann lässt man doch so einen IP nicht einfach lackieren und dann siehst du einfach, wie brutal die sind, oder? Dass ab Day One nicht wirklich haut oder wenn schlechte Reviews von grossen Seiten kommen, dann ist das gerade weg. Oder? Sega sind auch Japaner grundsätzlich. Das war dort beim Alien Game so, gewesen, oder? Das Alien Isolation hat so eine Scheisswertung bekommen von IGN. Und nachher war das einfach unten durch gewesen, und dann haben es viele nicht gekauft. Und im Nachhinein, wenn du gehst schauen, durch Social Media, Reddit und so, durch die Alien Isolation Social Media surfst, Das wird nur mit Lob zugeschüttet von allen Seiten. Mhm. Das Alien Game und super und super. Dann siehst du mal, was das ausmacht, so ein Review, oder? Teilweise. Mhm. Ja, es kann eben entweder belohnend sein oder es kann einfach komplett aufs Knick brechen, oder? Ja. Jetzt haben wir Microsoft, Sony, das ist eben das grosse Thema, die zwei zusammen. Und Nintendo, hat sich Nintendo darüber schon geäußert oder macht Nintendo den da? Machen, was ihr wollt! Ja, natürlich, machen, was ihr wollt. Nintendo ist scheiße, auf das Scheiße raus, oder? Die drucken eh Geld mit ihrem Zeug. Die beliefern den an ganz anderen Markt, in dem Sinn. Die mehr Asien beliefern, sozusagen. Also, das ist Asien, ja, ist auch dort. Die Art von Spielen, die auf Nintendo-Konsolen kommt, ist total anders als das, was auf Xbox und PlayStation kommt. Ja. Das sind ja die meisten, die eigentlich solche Spiele sind, auch die Kinder noch, die ganzen Kinder, oder? Ich meine, wenn jetzt mal so, ich habe immer wieder mal Anfragen von Eltern, die mir schreiben, also die G-Net schreiben und sagen, ich habe keine Ahnung von Tuten und Blasen, ich hätte gerne einfach ein paar schöne Spiele für meine Kinder. Oder dann bin ich immer der sagt, du kauf eine Switch. Kauf einfach eine Switch. Weil es ist so schwierig. Kauf eine Switch, dann lässt du den Daumen runter. Nein, man kann natürlich auch einen Doom-Kauf spielen auf der Switch, aber wenn du jetzt wirklich seriöser Gamer bist, spielst du es ja nicht auf der Switch, nein, oder? Dann willst du es in bester Qualität. Dann spielst du auf dem PC oder auf der Series X oder auf der PS5, voilà. Whatever, auf einem grossen Bildschirm in 4K mit 120 FPS, bam! Boom. Und dann ist es ein Erlebnis. Ob auf der Switch da mit einem ruckeligen, ja gut, Doom ist zwar gut umgesetzt, aber das meiste läuft natürlich auf so einem kleinen Prozess. Ja, Bildschirm, das ist klar. Ich nehme Max für die Art,
die Art des Spiels ist einfach wichtig und die haben viel kindergerechte Spiele. Ich habe nicht einmal gewusst, was antworte im ersten Moment, oder? Welches Game, welches Xbox-Game soll ich jetzt denen empfehlen? Ja, ein Spyro Remastered. Ja, zum Beispiel. Oder das Crash Bandicoot, oder? Ja, ja, aber der hört es dann schon fast auf. Aber eben, der hört es dann schon auf. Es ist immer Mord, Durchschlag und Gewalt und Explosionen und Peng, Peng, Peng. Oder. Mir persönlich ist das recht, mir gefällt das, ist genau meins. Oder? Aber für Kinder ist es halt, klar gefällt es einem 14-Jährigen auch besser als Call of Duty. Ja. Ich weiss, ich habe selber eine lange Zeit, meine ist jetzt halt schon älter, aber mit 13, 14 und ich habe da ohne Battlefield oder Call of Duty gespielt, das ist der Abgang. Ja. Dark Souls ist auch kindergerecht. Ja, genau, genau, ja, genau. Ja, vor allem vom Schwierigkeitsgrad. Ja, absolut, absolut anfängerfreundlich. Das zieht dich das Game Skills an. Ja, ja, das ist schon so, das ist schon so. Jetzt hat ja Microsoft mehr so ein bisschen auf den Westen geschaut. Auch eben einkauft Westen, USA etc., Europa. Das ist ihr Markt, wo sie sich bewegen. Sony, es ist so ein bisschen beides, die haben ja ihr Steps auch zu Asien raus. Was meinst du, hat jetzt Microsoft auch vor, noch ein bisschen Kuchen vom Asienmarkt zu holen? Also China kannst du abschreiben, oder, im Moment. Das ist auch der Grund, warum Tencent alles, die sind ja auch schon am Auswandern quasi. Tencent aus China auswandern und umstrukturieren. Und ich glaube, ein Teil geht jetzt dann schon auf Australien oder weiss Gott wohin. Weil einfach, das ist unglaublich schwierig, der chinesische Markt im Moment. Oder ist alles zensiert und Vorschriften hin und vorne, kannst du nicht mehr geben. Das macht keinen Spass. Mhm. Und das wäre so ein riesiger, lukrativer Markt. Und hätte jetzt vor allem auch viel, die haben viele fähige Entwickler, oder? Mhm. Wenn man sich anschaut, in den letzten Jahren sind ein paar chinesische Games da vorgestellt worden und die sehen alle super aus. Und ich habe ein paar auch schon selber gespielt und bin überrascht gewesen und muss sagen, hey, nein, das ist wirklich geil. Aber die haben gar keine Chance, sich zu entwickeln oder weil es einfach, und auch keine Lust. Ich meine, ich will doch nicht in einem Land irgendein Game entwickeln und raushauen, wo zwei Stunden in der Woche spielen darf, offiziell. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, China, so, ist komplett, China ist komplett kaputt. Also das ist total, oder? Und darum hat das eigentlich wenig Einfluss und darum ist auch jemand wie Sony oder so auch nicht erpicht darauf, da gross Fuß zu fassen. Mhm. Wird eh alles kopiert und dann machen sie halt ihre eigenen Playstations mit irgendwelchen Plagiaten und so. Oder? Was wäre so ein bisschen dein Wunschgedanke? Eine Konsole fertig? Ja, kannst du so nicht sagen. Ich liebe meine PS5. Ich meine, drei von meinen absolut all-time favorite Games, sprich Uncharted, God of War, Ghost of Tsushima, sind auf der PlayStation. Oder? Und ich bin ja, man weiß es ja, eher ein Xboxler. Aber meine Lieblingsgames sind auf der PlayStation. Oder? Also nein, ich finde, es darf auch jeder was haben, oder? Es ist ja, man fühlt sich auch ein bisschen markengebunden, oder das hat schon was, oder? Wenn man ein bisschen so in einem Team ist, oder? Mhm. Aber prinzipiell ist es natürlich schon schlecht, wenn du Leuten einen Riegel vorschiebst und sagst, ja, jetzt komm, kauf meine Kiste, dann kannst du das auch dort spielen. Und sonst halt jetzt nicht. Hat Sascha gerade eine gute Frage gestellt. Ja, aber würdest du eine PS kaufen, wenn es die Games auch auf Xbox würde geben? Nein, also, natürlich nicht. Klar. Natürlich nicht. Ich habe meine PlayStation nur für Sony Exclusives. Oder? Sei es das ein Ratchet & Clank oder eben ein Uncharted oder ein Spider-Man, die sind auch super. Ich liebe eigentlich jedes PlayStation Exklusivspiel, finde ich absolut geil. Und ich habe mehrfach alle durchgespielt. Aber meine Konsole steht echt nur da, die PS5 Fertigungszeug. Und sonst habe ich meinen PC und meine Series X. Oder? Mein PC halt da mit dem Bildschirm, okay, da, jetzt wieder da, oder? Und sonst voll gemütlich auf meinem Stuhl und auf dem riesen Fernseher. Und ja, da komme ich eigentlich jetzt alles über. Und ja, ich sehe es. Problem sehe ich höchstens dahingehend, wenn zu viele Games, oder sagen wir mal, man muss anders anfangen, wenn Microsoft so viele IPs hat, so viele hochkarätige IPs hat, dann sehe ich das Problem, dass man gar nicht weiß, was damit anfangen auf die Schnelle. Oder? Also das, du kannst ja nicht jetzt jedes Jahr ein Diablo und ein Doom und ein Overwatch und ein Call of Duty und ein Dishonored und ein Perfect Dark und ein Halo und ein Minecraft raushauen oder so irgendwas. Das geht ja nicht. Oder? Du musst das ja irgendwie ein bisschen. Das wird eine rechte Herausforderung für Microsoft, die Studios jetzt zu organisieren und halt einfach Games zu fabrizieren. Und dann kommt noch dazu, dass sie halt, wenn sie im Game Pass sein müssen, dann verkaufen sie es ja nicht zum Vollpreis. Also ist es ja mal grundsätzlich vermeintlich eine weniger Einnahme. Mhm.
Und dann müsst ihr das halt irgendwie wieder vielleicht ausgleichen mit so Mikrotransaktionsschüssen. Ja, das kann ich sagen, ja. Katzenöhrli im Halo verkaufen und so ja. Aber ja, zum Ding muss ich wieder sagen, ich meine, Halo, der Multiplayer ist immerhin gratis, oder? Also ja. jeder kann, der ist free to play, oder? Und da habe ich auch nichts dagegen, wenn es mal eine Sache zum Kaufen gibt, einen Skin oder eine Waffe oder so, dann finde ich das legitim. Aber bei AAA-Games, wo ich einen 60er, 70er oder in einer exklusiven Edition 120 Stutzen auf den Tisch lege, dort hat das einfach nichts drin verloren. Fertig, auch Schluss. Ja. Das ist ja. Das, wo die mit den Battle Passes da überall in jedem ja. Game. Du kaufst das Game, Full Price, und nachher, wenn du noch den ganzen Schnickschnack auch noch gerne wettest, weil das reizt halt den gleich, musst du gleich noch einen 10er oder einen 20er mehr zahlen. Ja, ja. Ja, es kommt immer darauf an, was du dafür rüberkommst. Oder? Ich meine, ich muss jetzt schnell auf Fortnite kommen, weil Fortnite, so sehr ich das Game hasse, macht eins richtig. Es macht Inhaltsgeschichte und das, was sie den User bietet, den Spieler bietet, das ist sensationell, oder? Also die haben wirklich alle paar Minuten, kannst fast sagen, etwas Neues oder ein neues Event oder wie die Welt wird verändert oder zu jedem Scheiss Filmlich und irgendein Skin oder irgendetwas. Und das Game ist ja gratis, oder? Also es muss ja niemand kaufen. Und das haben die wirklich gut gemacht. Aber schlussendlich ist genau das eigentlich der Grund dafür, warum wir heute so eine Game-Kultur haben, wie wir sie haben. Und warum es die ganzen Mikrotransaktionen gibt, weil die einfach scheiß Geld damit gemacht haben. Und das bringen wir jetzt auch nicht mehr weg, mit dem müssen wir jetzt leben. Nein, mit dem müssen wir leben, das gibt es nicht mehr. Ja. Wie früher. Wo das Game reinschieben können, zocken. Oder mit den Cartridge-Konsolen noch einstecken. Und dass du den Skin freigeschaltet hast, wenn du es auf Hard durchgespielt hast. Ja. Dann hast du deinen Skin bekommen und dann hast du können bluffen und sagen, hey, schau, ich habe den Skin am Arsch, ich bin einfach der Geilste, oder? Aber heute, dann nimmst du nicht die Karte für. Du bist einfach der Geilste. Du bist höchstens wieder der Loser, oder? Ja, genau. Ich lache die Leute aus, oder? Wo da mit dem neuen Skin rumhäuseln. Dann denke ich mir, schau dir an. Jetzt Geld ausgeben wegen dem Arsch, sind wir heute so, wo wir sind. Quasi. Ja, die Sohn spielt doch viel Fortnite. Ich hoffe, er hat seine eigene Kreditkarte. Ja, jetzt auch nicht mehr so. Ja. Aber früher hat er viel Fortnite gespielt und ich... haben ihm natürlich dann schon den einen oder anderen Wunsch erfüllt. Muss ehrlich sein. Oder? Ich meine, wenn du das Kind vor dir hast mit gläsigen Augen und sagst, Papi, ich hätte gerne den Battle Pass, weil dann bin ich wieder zwei Wochen ruhig. Ja, und ich bin ein Gamer, ich weiß ja, wie er sich fühlt und so weiter. Ja. Klar, das meiste haben ich habe es erklärt, ich habe gesagt, das mache ich nicht mit, oder? Ich hasse die Mikrotransaktionen. Aber zwischendurch habe ich halt nachgegeben. Ja, klar, logisch. Aber ich mache es nicht, oder? Ich habe noch nie, also ja, noch nie, wird jetzt nicht übertrieben. Ich habe sicher auch schon mal ein Skin gekauft irgendwo, weil ich gerade lustig war. Aber so gut wie nie, 95% kaufe ich nie etwas. ich halte mich da jetzt. Ich hätte jetzt zum Beispiel in einem guten Battlefield-Spiel, wo ich so Fan bin. In einem guten? Hätte ich jetzt zum Beispiel, in einem guten, ja, hätte ich jetzt zum Beispiel vielleicht etwas ausgegeben. Aber so nicht. So könnte es mir am Anschlag. Das ist ja auch so schön, weil wir ja unabhängig sind. Wir nehmen kein Blatt vor Smooth. Das haben wir eigentlich auch mal anteasern, dass wir mal kurz schnell auf das Thema Battlefield eingehen. Das könnten wir eigentlich jetzt gerade sehr gut machen, weil du das angeschickt hast. Und ich höre die Frust schon hinter deinem, im Hinterkopf. Ja, es ist mehr so eine unendliche Sadness, oder? So eine Traurigkeit, die mich da überkommt. Ich bin nicht einmal mehr hässig. Ich bin schon darüber hinweg. Ja. Der Hass war am Anfang da, als ich es gespielt habe. Und so. Aber jetzt bist du nur noch einfach traurig, dass so ein wahnsinnig geiles, also mein Lieblingsgame, so eine gute Franchise einfach im... Also wie kann man das so kaputt machen? Ich kann es immer noch nicht verstehen. Und ja. Und jetzt erzähl uns doch mal, wieso ist es kaputt? Ja, weil DICE einfach nicht mehr das Entwicklerstudio ist, wo es ursprünglich mal gewesen sind. Über die Jahre sind so viele Leute weggegangen, weil sie von EA so malträtiert werden, von der Geschäftsleitung so in Mangel genommen werden und Vorschriften bekommen, wie sie das und jenes zu gestalten haben. Die haben sich einfach gesagt, weißt du, fuck you, und sind gegangen. Und dann sind natürlich neue nachgekommen und die müssen ja auch nicht unfähig sein, aber die haben einfach nicht die Zeitspanne gehabt, um sich dort reinschaffen und um wirklich etwas rausholen. Und wenn EA sagt, wir sind jetzt seit 5 Jahren an dem Spiel, dann ist das schlichtweg gelogen, weil ich weiss durch Insiderbericht und die Leute, die ich kenne, dass EA keine 12 Monate an dem Spiel geschaffen hat. Wow. Und dass es ursprünglich auch, das kann ich jetzt auch sagen, das ist ursprünglich auch gar nicht als Battlefield
geplant gewesen, sondern als Battle Royale-Spiel. Und das siehst du bei den Spezialisten, das ist der grösste Beweis. So Spezialisten machen Sinn in einem Battle Royale-Modus, wo jeder für sich oder in einem kleinen Team ist, aber nicht in einem Battlefield. Macht das einfach keinen Sinn. Und dann die ganzen Bugs, das ja, Gameplay. Ja, nach 12 Monaten kannst du nicht so ein Game programmieren. Es geht einfach nicht. Mit Leuten, die sich da nicht mit der Materie und der Grafik kennen und den Zeug auskennen. Das geht einfach nicht. Da brauchst du Jahre, man braucht immer länger. Die Spiele werden immer länger. Jetzt einerseits wegen Corona, aber je grösser die Spiele werden, je besser die Technik wird, desto länger geht so eine Entwicklung, desto mehr kostet sie, desto mehr Leute brauchst. 12 Monate, das ist Planung, das ist nicht einmal eine Planungsphase. Ich weiß auch ganz genau, wenn wir uns den Trailer hier angeschaut haben oder allgemein, wo die Leute sich den Trailer reingezogen haben, den ersten Battlefield-Trailer. Und jetzt das Game wieder massiv shit und hast du den Trailer gesehen und bam, drang dort mit dem Ding raus, dort so unrealistisch ins andere Flugzeug rein, dort, und dann alle durchdreht, Ja, aber der Trailer, Sven, der Trailer, das ist das Geilste gewesen. Der Trailer ist ganz, ganz clever gemacht und ist eine riesen Verarschung. Der Trailer hat auf die Nostalgie gedrüsselt von jedem Fan gedrückt und hat genau das gezeigt, was jeder Fan hat wollen und erwartet. Und das Game ist ja total anders als der Trailer. Das Game ist total anders. Schau dich den Trailer nochmal an. Dort hat das Klassensystem, du siehst keinen einzigen Spezialist quasi. Mhm. Du siehst schon mal den Typ schnell rumfliegen, das Flughörnli siehst du schon mal vielleicht. Aber es hat dir einfach suggeriert, dass das ein klassenbasierter Shooter ist, mit Zerstörung, mit Umwelt-Dings. Und nicht das kleine Gesäusel da. Schau mal die Schlachtfelder an im Battlefield. Das ist... Das soll ein Endzeit-Szenario sein. Da ist ja erst gerade noch der Gärtner unterwegs. Das ist eine Katastrophe, sorry. Und das Klassensystem ist einfach der Grundpfeiler von jedem Battlefield-Spiel. Du kannst doch das nicht einfach rausnehmen. Du musst doch so etwas ausbauen. Weil jetzt, was jetzt hast du ein Apex 2, oder? Das ist eigentlich genau das Gleiche. Das neue Battlefield ist einfach ein Apex in einem anderen Mantel. Oder? Ja, also nur wegen der Pinguine gekauft, sagt der Motagios. Ja, Pinguine sind super, aber sie sind nicht einmal schön. Und die Möwen sind noch viel schlimmer. Nein, weißt du. Es hat so viel Potenzial gehabt. Und schau dir mal die, wie sagt man, wenn ein Grafiker zuerst einmal Bilder zeichnet. Manchmal, weißt du, Englisch und Deutsch. Ja, einfach das Artworks, wenn du Artworks anschaust, oder? Und dort ist das Klassensystem vorhanden, dort ist Zerstörung vorhanden, dort sind auch noch ganz andere Vehikel und Waffen und Ideen drin, die so gar nicht im Spiel vorkommen. Ich meine, was macht denn zum Beispiel das Gunship im Titelbildschirm? Dort ist ein Schiff auf dem Wasser. Es kommt in keiner Minute Wasser und Schiff in dem Game vor. Was hat das verfickte Schiff im Startbildschirm verloren? Was soll das? Das ist doch eine Katastrophe. Das ist Verarschung hin und vorne. Nicht einmal einen Voice-Chat einbauen in einem Multiplayer-Spiel. Ein Multiplayer-Spiel ohne Voice-Chat und ohne Scoreboard. Wer denkt sich so ein Dreck aus? Das ist doch unfassbar. Das kann es doch nicht sein. Ja, toxische Chat und so. Das ist doch überall. Dann mutest du das Arschloch halt. Genau. Was soll's? Du wirst langsam warm, also, so ein Gefühl. Nein, das baust mich auf, weil da kommen persönliche Gefühle ins Spiel. Oder? Ja. Ich liebe ein Battlefield und wie kann man das Game so kaputt machen? Es geht mir nicht in den Kopf rein. Man hat ja alle Zutaten gehabt. Es ist ja nicht so, dass man etwas Neues gefunden hat oder hat müssen neu erfinden. Man hat ja alles gehabt, man hat ja gewusst, was die Leute wollen. Du musst ja nur das machen, was die Leute wollen und verkauft sich's. Du kannst ja nicht, ich sag's immer wieder, du kannst nicht in Big Mac reingehen und einen Big Mac bestellen und nachher. Du kannst in Big Mac reingehen und Big Mac bestellen, klippen! Ja, und kommst irgendwie einen Fischmeck über. Klar hast du den nicht gern und frisst den nicht. Und kaufst den das nächste Mal nicht mehr. Ja. Ja. Ist das ein Riesendesaster? Riesen. Ja. Mortagius sagt es auch auf viel schlimmer. Das ist noch schlimmer als Cyberpunk-Debakel. Noch viel schlimmer, finde ich. Ich glaube, jetzt könnte es gut sein. Cyberpunk hat ein gutes Gerüst und wenn jetzt der Next-Gen-Patch kommt, spiele ich das und ich glaube, es gefällt mir. Mhm. Oder? Weil das, was da vorhanden ist, ist einfach technisch scheiße gewesen. Aber es hat ein gutes Gerüst. Aber das Battlefield hat kein Gerüst. Das ist nichts. Das kannst du nicht mehr retten. Die sollten das Ganze über den Haufen schmeißen, alles abschalten. In 2 Jahren sehen wir uns wieder und dann kommt das Battlefield als Richtiges. Tönt jetzt eure Nerven und eure Zeit und Anstrengung in ein richtiges Battlefield investieren, bitte. Ja, aber das könntest du jetzt hier alles abstellen. Ja. Stell dir mal vor.
Ich glaube, ich weiß, Ich kann es auch nicht retten. Mein Portal ist lustig, juhu. Da kann ich das Remaster. Wie will ich das? Da schmeiße ich lieber das Original Battlefield 4 rein. Da habe ich alle Inhalte und alles und alles. Und dann habe ich noch mein Save und ich habe meine Stufen und meine Klasse und alles. Da muss ich doch nicht die zwei mickrigen Maps spielen, nur weil sie jetzt mal ein bisschen höher aufgelöst sind. Die haben ja die genau gleichen Fehler wie das Hauptgame. Keine Ahnung. Das wird auch nie mehr etwas mit ihrem Battlefield. Außer es kommt eben ein gutes raus. Ja, sicher. Nein, ich habe es 5 und 4 wieder installiert. Ich könnte das 1 auch noch draufschmeißen. Das sind alle super geile Games. Oder das 4 ist mein Lieblings, das 3 oder das 4. Scheiß drauf. Und die anderen finde ich einfach gut. Ich finde das Battlefield 1 und das 5 finde ich gut. Jetzt. Das 5 war auch eine Katastrophe am Anfang. Aber das Größte ist da gewesen. Man hätte es können retten, man hätte es patchen können. Aber jetzt. Und das denkst du beim neuen Battlefield, das ist durch. Der ist gelaufen. Der kann das neue Battlefield ist durch. Ich habe es deinstalliert. Ich habe noch nie ein Battlefield so schnell deinstalliert. Ich habe das immer jahrelang auf meiner Festplatte. Weil ich es immer wieder mal vornehme. Ich verfolge das ja. Genau, wieder ein neuer Patch, wieder ein paar neue Waffen. Ja klar, schmeißen wir es mal wieder an und dann machst du mal einen Abend. Und dann bist du sofort drin und hast 4-5 Stunden verbraten. Was passiert mir beim 5 nicht. Das ist einfach alles scheiße. Von der Guns über das Gameplay, über alles. Maps, es hat keine einzige Map, die mir gefällt. Nicht. Wie viele Maps hat es? 3? 8 oder 7. 8, also sogar. 7 sind es, glaube ich. Sie sind alle gleich scheiße. Alles einfach offenes Feld, ohne irgendwelche Deckungsmöglichkeiten. Lauf mal durch das Battlefield 1. Dort hast du kaputte Häuser und Bäume und Felsen und Autos und Zeug. Und du hast wirklich alle paar Meter und Deckungsmöglichkeit. Da ist einfach nichts, oder? Du bist ja am Anfang schon 5 Minuten am Säckeln, bis du überhaupt neu mit bist. Dann wirst du über den Haufen gefahren von so einem scheiß Dings da, Hovercraft oder irgendwas. Nein, Katastrophe. Die machen ja Forespawn am Anfang. Du kannst nicht einmal warten, bis einer Flaggen einnimmt, oder? Ich sage, ja komm, warte halt schnell, basteln schnell den Gun rum. An den Gun rum basteln kannst du ja auch nicht, hast ja fast keine. Ist ja nichts, oder? Ist ja langweilig. Aber könntest du wenigstens warten und sagen, okay, lass den Kollegen vorlaufen. Wenn sie vorne eingenommen haben, spawne ich dann dort. Geht ja nicht. Du bist forespawned mit 100 anderen Leuten. Das sind ja 128 Nasen. Das finde ich eh schon schlecht. Ja. Ich meine, es tut Papier gut, aber das war der grösste Fehlentscheid. 64 Spieler länger, weil sonst wird das einfach nur noch chaotisch. Ja. Ja, du kommst jetzt gar nicht mehr. Eben, das hat man ja gesehen, du laufst, back bist tot. Spawnst wieder, dann laufst du wieder 5 Minuten, back bist tot. Map-Design, oder? Dann muss es Leute haben, die absolut checken, wie man ein Map-Design für so viele Leute. Dass es Joke-Points gibt, dass es weißt, so kleine, wie so kleine Untermaps in der Map rein gibt. Aber das Design ist einfach überall kaputt worden. Schade, ja, gut. Ich bin nie der Battlefield-Spieler gesehen. Ich glaube nur ein paar Mal angetestet gehabt, sonst habe ich das komplett gelassen. Darum habe ich mir so nicht gekauft, darum bin ich noch nicht enttäuscht. Ja. Weißt du, ich bin früher ein Call of Duty-Spieler gewesen, aber es ist mir einfach, ich bin ein alter Sack, ich bin mir zu schnell, oder? Es ist mir zu hektisch, es ist einfach wahnsinnig. Und Battlefield war immer noch so ein bisschen gemächlich. Ich konnte mit meinem Squad mal ein bisschen rumschleichen und so, ein bisschen Heimeli-Feiss tun und so. Und zwischendurch mal ein bisschen Vollgas. Und wenn ich Lust hatte auf Chaos, dann bin ich halt in einen Operation Locker rein und habe einfach zu Hause gelassen. Aber da hast du einfach alles gehabt, oder? Und ja. Also, da wäre ja Rainbow Six noch etwas für dich, weil dort musst du auch nicht unbedingt schnell sein. Ja, Rainbow Six finde ich gut, aber es ist einfach, da bin ich jetzt so spät schon dran. Ich habe es mal installiert, aber ich habe keine Lang gesehen, oder? Ich müsste da so viel spielen und ich kann auch nicht. Ja, es gibt so viele Maps und Operators und alles. Genau. Ja. In diesen Multiplayer-Games heutzutage musst du so viel lernen und so Feinheiten kennenlernen und so und wie man es spielt und macht und tut. Und ich habe die Nerven einfach nicht mehr. Da konzentriere ich mich auf eins und das kann ich. Und es ist ja auch so, bei vielen Spielern heute und Streamer oder so, wenn sich einer eingeschossen hat auf ein, was spielst du da immer? Das Ubisoft-Game. Hand Showdown. Ubisoft? Du bist auch ein bisschen Ubisoft. Was ist das, Ubisoft? Nein, yes, ist Ubisoft. Maria Gottes. Crytek, Crysis. Crytek, hallo. Crytek. Ja, die Deutsche, Crytek. Ja. Ja, sorry, riesen Fehler. Aber eben, wenn dich mal auf so ein Game eingeschossen hast und dir das gefällt. Gerade Mute dran da. Dann... Schick dich. Nein, aber dann, wenn dir mal so ein Game gefällt, dann bleibst du einfach bei dem, oder? Und, ja. und das braucht dann schon so viel Zeit und dann hast du deine Kollegen dort und deine Community und dann kommst du raus und dann macht es auch Spass, oder? Du weißt ja, wie es ist, wenn du als neuer Spieler anfängst, dann hast du nicht so viel Spass. Da musst du ein paar Wochen investieren, bis richtig Spass hast, bis du gut bist. Aber weißt du, trotzdem, ich bin auch nicht mehr der Schnellste, weißt du, meine 37. Ich meine, ich kaufe mir das Call of Duty immer noch, aber ich bereiche keine Scheisse mehr, oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Und darum bin ich eben froh, jetzt nachher so Games wie Hunt,
das ist Liebe, in liebe Hand. Und dann kann ich dort locker, flockig, kann ich dort... Aber das ist auch so ein bisschen langsam und gemächlich, oder? Du musst ja, das ist kein schneller Shooter. Es ist nicht unbedingt ein schneller Shooter. Also wenn natürlich du Showdown hast, oder wenn es dann wirklich hektisch wird, dann wird es schon schnell. Aber dann musst du einfach Aim haben, dann musst du brechen. Weil okay. Sonst brechst du auch dich und dann bist du tot, oder? Also du kannst mit einem Schuss, jeder Schuss einzu Headshot, bist du tot, oder? Okay, ja, aber es klingt gut. Es klingt auf jeden Fall besser als das Call of Duty jetzt für mich. Ja, ja. Oder? Aber abgesehen davon ist Call of Duty kein schlechtes Game, also um Himmels Willen. Ich finde die Games eigentlich geil, also Black Ops und so weiter habe ich noch heftig gespielt, Modern Warfare habe ich ganz heftig gespielt. Gesuchtet. Ja, also EFT ist ganz einfach, frag mal den Jack. EFT, Digga. Also das ist... Merci an Albi, wo man das gekauft hat, EFT. Ich habe es, glaube ich, etwa eine halbe Stunde gespielt und es wieder abgestellt. Also EFT, das ist der ganze grobe Scheiße. Es ist auch kein schneller Shooter, aber... Was du dort an Sachen kannst haben in deinem fucking Inventar. Du hast einfach, wenn du dein Inventar aufmachst, ist einfach dein ganzes Bildschirm voll. Du siehst das Männchen und dann siehst du einfach dein ganz fucking Inventar. Mit etwa 50, 60, 70 Plätzen. Okay. Ja, das ist nicht so controller-friendly, selbstverständlich. Miss MC Hater, moinsen. Ähnlich wie Tarkov, mehr Survival, würde ich sagen. Tarkov klingt für mich aber auch spannend. Und wenn es das für Konsolen gäbe, würde ich das auch spielen. Ich habe jetzt einfach, wie gesagt, kein PC mehr, der es mitmachen will. Und ich bin ein bisschen Grafikkur, bei mir muss es aber auch gut aussehen. und darum lade ich es einfach mal. Ich hätte schon lange den PC mal ein bisschen erneuern oder mal updated, aber ich komme keine Grafikkarte über, wie gesagt. Darum spiele ich halt auf der Xbox, auf der Series X. Und wenn es das dort gäbe, würde ich sofort spielen, Tarkov. Mortagius, dann musst du mal mit mir mitkommen. Ich mache dich zu einem Pro. Kappa. Nein. Hand gibt es immer auch für Xbox, gell? Nur so, by the way. Gut. Gibt es auch für Konsolen. Gut. Was haben wir noch? Game Pass, Preis, finde ich noch wichtig. Habe ich immer wieder Anfragen von Leuten, die sagen, ja, Game Pass und so ist eigentlich günstig und wieso und wie geht das und so weiter. Und ich muss sagen, wenn jetzt Nach dem Deal habe ich fast das Gefühl, dass der Game Pass nächstens teurer wird. Ist ja fast irgendwie. Also, was meinst du teurer? Ein paar Franken? Ja, ein paar Franken. So wie das auch Netflix etwa macht, mal eins für 1.50 Franken aufschlagen oder so. Weil wenn du so viele hochkarätige IPs hast, dann ist der Preis. Ja, dann musst du fast irgendwie schauen. Und darum, da habe ich das Gefühl, da könnte man dann noch ein bisschen. Ja. Mit dem Preis erhöhen. Aber auch den zahlen wir. Oder sie machen es so, mit einem Klassensystem, mit einem Tier-System, oder quasi. Ah, dass zum Beispiel die ganzen Indie-Games und die kleineren oder älteren Games in Tier 1 hineinschmeißen und alle Neuheiten und Day-One-Releases in das Tier 2 hineinschmeißen. Mhm. Oder wenn dann zusätzlich der Ultimate wäre, dann der Tier 3, oder? Wenn du das meinst Ganze so, auch so ein spielen will. Basic-Premium-Programm? Ja, sowas. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Es ist schon lustig, dass zum Zeitpunkt von der Xbox One, vom Release, das ist ja sowas, es war always online und Digitalisierung haben sie vorgeschlagen. Das ist doch ein riesen. Xbox 1 ist abgestürzt wegen dem Plan. Aber jetzt sind wir genau gleich weit. Jetzt machen wir genau das. Mhm. Oder? Mhm. Jetzt machen wir mit dem Game Pass und all dem, machen wir eigentlich genau das. Mhm. Wegen was sie abgestürzt haben damals. Mhm. Finde ich interessant. Wieso? Ja, weil alle sagen immer, ja, mit einem Game Pass kaufe ich mir das Game nicht, ich bin nicht Inhaber vom Spiel. Oder wenn ich einen Disc kaufe im Laden, dann habe ich die daheim im Regal, das ist mir. Aber ist ja heute eh nichts mehr auf diesen Discs. Gerade bei Activision Blizzard Games, das ist ja eine Katastrophe, da ist ja nicht mal das Game drauf, da ist ein Loader drauf, auf der Xbox und auf der Playstation. Da ist ein Loader-Programm mit 500 KB oder so drauf. Und wo du dann den Download anschmeißt, automatisch, dass du nicht selber musst du holen im Shop. Mhm. Oder? Mir ist es ja bei vielen Sachen gar nicht. Und dann kommen auf dem PC kommen da die DRM-Kopierschützen, was weiß ich alles noch dazu. Das ist ja also aber ich weiß, Retail. Ich habe mir jetzt auch Deluxe Edition geholt. Weil erstens sagen wir Steelbook. Ich habe das einfach. Ich liebe Steelbooks. Und in Retail ist halt einfach, es ist halt einfach gleich immer noch geil. Wenn ich sagen, fuck it. Und das, weißt du, die Steelbook, die ich einpackt,
die bleibt so. Ja, ja, ich fühle mit dir und ich bin auch so. Ich habe gerne etwas in der Hand. Eben früher habe ich meine Booklets noch dabei gehabt, habe die Beschreibung mitgenommen, irgendwo aufs WC und habe daran geschmeckt und gelesen und geil und so, oder? Nein, das... Das waren noch Zeiten gewesen, genau, die Booklets, das war doch auch mal so gewesen. Ja, immer wenn du das Folie weggemacht hast, dann PlayStation so speziell geschmeckt. PlayStation 1 solche Booklets drin, die alles so beschrieben war. Und in Farbe. In Farbe. Und jetzt, was bekommst du über? Ja, einfach so eine Warnung, dass du das Papier nicht sollst fressen oder den Plastik über den Kopf ziehen. Genau. Irgend so, mehr ist ja gar nicht mehr drin. Nein, Werbung und ein Code ist noch drin, mehr nicht. Ja. Nein, eben, es ist, aber ich ertappe mich ja manchmal auch und sage, ja, es ist noch praktisch, wenn ich jetzt ganz schnell das Game wechseln kann, ohne ich muss aufstehen und die Disk rausnehmen, so kannst du einfach schnell im Menü so drücken und dann das neue Game. Ja, aber eben. Es ist nicht mehr aufzuhalten, die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Und wir sind jetzt eigentlich genau an dem Punkt angelangt, wo es kein Retour mehr gibt. Mhm. Und an dem Punkt, wo die Leute früher einen riesen Aufschrei gemacht haben und heute sind alle schon akklimatisiert und es ist echt kein Problem mehr. Und darum ist der Game Pass und das Cloud Gaming einfach enorm wichtig. Mhm. Ja, genau, billige Hüllen. Die Hüllen werden immer billiger. Überall hat es Löcher drin, um noch ein paar Grämmchen sparen an Plastik. Es ist. Ich habe auch schon kaputte Hüllen anbekommen, aber das schickst du einfach. Bei WoG ist es natürlich sehr easy. Schickst du es einfach wieder retour und bekommst eine Ersatzhülle über. Also. Ja, apropos WoG, ich meine, das tut mir fast schon leid, oder? Ja, die werden das spüren, oder? Das werden die brutal merken, oder? Alle Gamehändler werden das brutal merken, oder? Irgendwann brauchst du keinen Store mehr, oder? Dann machst du alles nur noch online. Kannst alles digital. Codes. Ja, man kann mir vorstellen, dass man halt vielleicht eben, Goats kann kaufen, vielleicht, oder? Mhm. Aber das wird dann einfach nicht mehr ein physischer Laden sein mit physischen Dings. Das gibt es nicht und sie müssen sich darauf vorbereiten und das machen sie auch schon. Ich meine, sie haben ihr Angebot erweitert mit Merchandising und Lego und weiss was ich noch für Spielzeug und so weiter. Muss ja fast, ja. Es ist verdammt schade. Das gibt ein Ladensterben, oder? Ja. Das wird so sein. Und dann verstehe ich auch nicht, warum die Games teurer sind, oder? Digital wieder physisch. Da gibt es immer noch sehr viel, oder? Eben bezüglich Microsoft, Game Pass, das tötet auch extrem viel. Weißt du, Verkäufe von den Games. Ja. Musst es ja nicht mehr kaufen. Also ich meine. Es gibt immer zwei Seiten von der Medaille, oder? Das Schöne ist eben, du hast eine riesige Bibliothek auf Knopfdruck für ganz, ganz wenig Geld und wir sind alles Gitzknepper und Egoisten auf dem Planet. Das ist ja so. Menschen sind so. Knäppchen und Egoisten. So. Ist so. Und für dich ist das natürlich ein Schlaraffenland, oder? Und die Kehrseite ist dann halt eben, wirst vielleicht mit inkompletten Live-Service-Games und Microtransactions zuballern, die dir nicht passen. Kann passieren. Hoffen wir es nicht. Nein, ich hoffe es auch nicht. Oder? Und ja, es gibt halt einfach ein gewisses Sterben noch immer, oder? Das ist ja so. In dem Fall, Schlusswort würde ich sagen, kauft nach alle Konsolen, da habt ihr kein Theater. Nein. Da könnt ihr zocken, was ihr wollt. Switch, Playstation, Xbox, whatever. Ich finde einfach, man muss sich da jetzt nicht gegenseitig bekriegen. Man muss auch als Playstation-User keine Angst haben. Es gibt da nicht grosse Änderungen. Es gibt ein, zwei IPs, wo durch den Deal jetzt vielleicht exklusiv sind. Aber der grosse Teil, der ganz grosse Brocken, ist nach wie vor für alle zugänglich. Und das wäre auch alles andere, wäre unlogisch. Ich meine, Microsoft viel Geld verdienen, Microsoft will die Games verkaufen und möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Also, wie gesagt, der ganze Aufschrei da aus der Sony-Community ist übertrieben und nicht nötig. Und Sony geht dann jetzt Grund. Sony ist der zweitgrößte Publisher der Welt. Keine Sorge, das wird auch weiterhin so bleiben. Für die Erste. Und schlussendlich geht es um uns Gamer. Hauptsache, wir kommen zu unseren Games. Und sie werden besser, qualitativ besser und schneller zugänglich, auf was auch immer. Das ist doch das, oder? Für uns sollten doch Games wichtig sein und nicht die Leute, die dahinter stehen, die die Games oder Kisten produzieren. Wenn ich teils Kommentare höre von, Microsoft will dort die XY arbeiten und will das. Das interessiert mich doch nicht. Das interessiert mich doch nicht. Ja, ich will ein gutes Game und fertig. Und wenn das Game gut ist, doch egal, wer das gemacht hat. Genau, das ist so ein bisschen. Oder auf welcher Kiste das ist. Und ich meine, wir sind ja nicht in einem armen Land. Jeder, der ein bisschen spart und ein bisschen schaut, kann sich beide Konsolen oder einen Gamer-PC leisten. Ist ja nicht so, oder?
Also eben, du kommst zu allem. Du kommst zu allem. Du hast jetzt einfach mit Microsoft eine bessere Lösung. Brauchst nur noch, bräuchtest jetzt, wenn PC, Xbox, bist du natürlich auch besser bedient. Sag ich mal, das ist schon der Vorteil. Du bist sozusagen auf zwei Konsolen, auf zwei verschiedenen Konsolen unterwegs. Ja. Also am Moment bist du sicher auf einem PC oder auf der Xbox am besten bedient. Ja, genau. Das ist ja so. Oder? Aber eben, wenn jetzt zum Beispiel, wenn zum Beispiel einen Gaming-PC hast, dann denkst du dir ja gut, Xbox macht wenig Sinn, weil so viel Unterschied von den Games her, die ich im Monat habe, der Xbox macht es nicht. Logisch. Dann kommt für eine Playstation. PC hast, dann holst du einfach den Game Pass und Happy Times. Und dann kannst du nur eine Playstation holen. Ja, aber das spielt ja keine Rolle, weil ich wiederhole mich, Microsoft will nicht möglichst viele Kisten verkaufen. Ja. Microsoft will möglichst viel Game Pass verkaufen. Genau. Game Pass Abonnenten. Hm. Und wir sind jetzt bei 25 Millionen Game Pass Abonnenten weltweit. Oder? Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Und jeder zahlt wie viel? 99 mindestens 99 im Monat oder 12,90? Ja, 12 rechts mal aus, 12, oder? Ja. Da macht Disney ja genau gleich. Disney hat alles aufgekauft und die bringen jetzt ihre ganze Marvel-Kacke exklusiv auf Disney Plus und Star Wars und alles. Ja. Da hast du nie nichts anderes drüber. Dann musst du halt Disney Plus haben. Mhm. Genau. Sie so. Also eigentlich können wir Gamer ja noch froh sein, weil wir haben nicht so eine grosse Auswahl, sagen wir es mal so. Es gibt PlayStation, es gibt Nintendo, es gibt Xbox, was auch immer. Aber wenn man es dann mit den Streaming-Diensten vergleicht, Netflix, Amazon Prime, Disney, was gibt's? Es gibt noch etliche, Crunchyroll, yes, Maria Gottes, Sky gibt's auch noch, nachher hat jeder scheiß Fernsehanbieter hat doch auch noch, Swisscom hat doch auch noch den Scheiß. Fuck, seid ihr beide cool, Moinsen, Adolphus Maximus. Ich kann gar müssen lachen, wenn ich das gelesen habe. Fuck, seid ihr beide cool. Ja, Dankeschön. Dankeschön, ja. Ich glaube, wir lassen das mal ein bisschen solo sacken. Auch da draussen, macht euch nicht so viel Gedanken. Es wird auf beiden Seiten gut aussehen. Genau. Guten Abend, habt ihr Tipps für Tinder? Nein. Klar, Kartenspritzer. Ja. Wir haben Tipps für Games, aber nicht Tipps für Tinder. Ich weiß nicht, vielleicht haben ja noch die Leute irgendwie aus dem Chat irgendwelche Fragen oder interessiert sich etwas oder so. Vielleicht haben wir noch irgendwelche Antworten gegeben. Jetzt, wo wir noch ein paar Jungs und Mädels da im Chat haben. Genau, unser Chefredakteur, der Sascha, tut mir die gerne beantworten. Ich bin da noch nicht so tief in dieser Materie. Ich bin eher so ein bisschen der, gib mir das Game, schauen wir es an. Und der Sascha ist da tiefer in der Materie verankert. Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr irgendetwas Spezielles wissen? Löchert der Chef. Ist gar nicht geschlafen. Da, hey, weißt du was? Es hat natürlich noch. Oder? Ja! Du kannst nicht ein Game kaufen. Oder? Ja, very nice. Ja, eben so, auf so Zeug stehe ich eben auch. Das finde ich zwischendurch ganz cool. Aber bei Games, die ich halt einfach wirklich cool finde und viel spiele, hole ich mir einem nachher ein, vielleicht mal noch ein Figürchen und stelle es mir in den Game Room, oder? Das ist kein. Ja. Keine Frage. Mach ich auch. Ja gut, dann würde ich sagen. Ja, abschließend muss ich noch schnell etwas erwähnen, was ich mir notiert habe, was wir nicht gesagt haben. Gut, let's go. Der Deal ist ja noch nicht ganz hundertprozentig über den Tisch, gell? Das müssen wir auch noch sehen. Also das ist jetzt noch nicht 100%? Nein, es sind ja noch nicht alle Papiere unterschrieben. Aha. Ja, aber gut. das muss jetzt zuerst mal noch durch mehrere Instanzen. Es wird auch von diversen Einrichtungen in Amerika wird das natürlich geprüft, ob die jetzt eine Monopolstellung haben oder nicht. Und dann gibt es dort vielleicht noch Änderungen. Mhm. Oder? Sie haben den Deal jetzt gemacht mit Activision Blizzard. Activision Blizzard hat ja gesagt, Microsoft hat das Geld geboten und das wäre von diesen zwei Parteien wäre das okay. Aber es gibt so viele Richtlinien und Gesetzgebungen auf der ganzen Welt, wo jetzt, das ist eine riesige Maschinerie und ich glaube nicht, dass das in dem Jahr noch zum Abschluss kommt. Ich aber glaube, da wird nicht irgendwie. Ja, wird vielleicht von der Zeit her wird es noch ein bisschen gehen, aber du denkst nicht irgendwie, dass jetzt plötzlich jemand kommt und sagt, nein, der Deal platzt. Nicht von der nein, Parteien nein, aus. Nein, dass der Deal ganz platzt, glaube ich nicht, aber dass man vielleicht gewisse Restriktionen macht, kann passieren, weil es ist enorm viel, es sind enorm viele IPs, es sind enorm viele Games, die jetzt einfach einem einzigen gehören. Und ja, man weiß es nicht. Wenn man da schaut, Facebook ist immer wieder unter Beschuss, weil dann Instagram und WhatsApp und alles gehört, oder? Mm.
die müssen auch schauen. Die können auch nicht einfach noch kaufen, kaufen, kaufen. Irgendwann ist fertig. Mhm. Und da kannst du noch so viel Geld haben. Okay, die haben wir, warten wir drauf, bis wir da, bis ihr auf der Gene wieder könnt lesen, wenn das, der Deal jetzt wirklich im Sack und Pack ist. Guten Abend, ich habe eine Frage, warum werden Games manchmal verschoben? Ah, Michi, okay. Willst du die auf Hochdeutsch beantworten? Warum werden Spiele verschoben? Ja, das ist ja... Gibt es verschiedene Gründe. Entweder ist das Spiel noch nicht fertig, oder es ist... keine Ahnung, also verschoben, das ist irgendwie, gibt es da was Spezifisches, warum du diese Frage stellst? Oder ist das jetzt mehr so aus lustig, weil du gerade lustig warst? Könnte es vielleicht mehr Crossplay-Games geben? Ja. Ich denke schon. Ich denke, Crossplay, glaube ich, ist etwas, was bleibt, ja. Mhm. Ich glaube, Crossplay bleibt. Das ist eine gute Geschichte. Und also Crossplay, ist ja, ich zocke es auf der Playstation bis in die Hälfte und dann kann ich es irgendwie zum Beispiel am PC zocken. Also du kannst ja, Account übernehmen. Ja, Cross-Progress ist vor allem wichtig, oder? Wenn ich ein Call of Duty spiele, dann will ich es auf dem einen System ja nicht nachher nochmal von vorne anfangen und meine ganze Stufe und meine Level verlieren. Das muss natürlich auch funktionieren. Und ich glaube, das ist ja nie das Problem gewesen, wo Microsoft im Weg gestanden ist. Oder? Also Microsoft sind ja von Anfang an schon dabei gewesen und haben gesagt, komm, machen wir Crossplay, oder? Wer sich da immer gegen gewehrt hat, ist ja Sony gewesen, wenn wir ehrlich sind, oder? Mhm. Sony hat immer gesagt, nein, das machen wir nicht. Mhm. Aber davor ist ja noch Nintendo gekommen und hat gesagt, ja, machen wir. Mhm. Oder? Sony sind ja die Letzten gewesen, die da eigentlich... Also, genau, ja. Aber Crossplay ist super und ich geniesse das auch. Ich finde so Games immer lässig, wenn ich höre, eben wie jetzt bei dir, oder? Du hast gesagt, hey, spielen wir Rainbow Six zusammen. Und dann gesagt, ja, ist Crossplay, dann kann ich das auf meiner Xbox gemütlich auf der Couch spielen und du an deinem PC und wir können zusammen geniessen, oder? Genau. Super. Ja, ich glaube, das kommt immer mehr und das bleibt. Ja, dann kannst du natürlich eben auch sagen, okay, ich spiele es. Ich will jetzt meine Games nur auf der Playstation haben, dann können wir so Crossplay. Also, dann kannst du auf deiner Xbox spielen, aber ich spiele auf meiner Playstation. Genau. Und beide Parteien sind zufrieden. Wenn man nur eine Konsole hat, muss sich da nicht den Gedanken machen, ja, und kann mit deinen Freunden spielen. Perfekt. Ja. Michi? Ist dir was eingefallen? Overwatch ist das beliebt, ja? Darum kommt auch ein Teil 2 raus. Ja, sehr, sehr grosse Fanbase und Spielerbase. Geil wäre das World of Warcraft 2, oder? Sättiger Dreck. Nein, ich bin kein World of Warcraft-Spieler, aber überleg mal, die Marke, was die für eine Kaufkraft hat, wie gross die Marke ist, wie viel Fan die Marke hat. Und seit Jahren wählen die Fans ein Teil 2. Und jetzt überleg mal, so, Microsoft würde jetzt einfach sagen, hey, weißt du was? Game Pass, Day 1, World of Warcraft 2. Was meinst du, wie viel Game Pass die würden verkaufen? Ah, Konsolen. Ja. Wir würden sie nicht abholen. Mit dem, ja. Warcraft ist leider gestorben, ja, weil es einfach Activision Blizzard ins angesetzt hat. Genau wie mit Battlefield, oder? Einfach nicht das gemacht, was die Leute haben wollen. Und können wir uns darauf einigen, dass wir Electronic Arts doch keine Plattform mehr geben? also EA ist schon übel, Mensch, oder? Sorry, das, was ich das letzte Mal erlebt habe, das ist einfach das ist der Gipfel vom Eisberg gewesen. Das war einfach die Spitze, ich will nichts mehr. Ich kaufe mir wieder mehr. Erzähl es doch einfach nochmal, damit du mal ein bisschen Luft gemacht hast, was man sich also, ihm rausbringt. Folgendermaßen: Ich habe mir It Takes Two gekauft, für die Playstation, und habe das mit dem Lex zusammen zocken. Und für das, dass du Takes Two im Koop-Modus kannst, spielen, musst du das mit deinem Origin-Account verknüpfen. Und mein Origin-Account war mit einer E-Mail gekoppelt gewesen. Die E-Mail gibt es seit etwa 15 Jahren nicht mehr und hast auch keinen Zugriff mehr, nichts mehr. Und die ist gekoppelt mit meinem Playstation-Account gewesen. Ja, wohl verstanden. Und dann wollte ich probieren, dass ich die Kopplung auflösen im Dashboard von Origin. Geht nicht. Also, was machst du? Du schreibst dir Support an. Customer Service. Brillant. Die sind sehr gut. Die können sehr gut Deutsch dort. Also, die haben die richtigen Leute am richtigen Fleck. Und dann haben ich und der Lex, wir haben abwechslungsweise dort mit dem Support über 3,5 Stunden diskutiert. Und sie haben den Account nicht können verifizieren auf mich. Der alte Origin-Account. Sie haben mit allen fucking Angaben
so, wie, am Schluss ist der Satz wieder gekommen, tut uns leid, wir konnten den Account nicht verifizieren. Und dann, yo, what the fuck, was soll ich denn jetzt? Jetzt kann ich nie mehr ein EA-Game bestellen oder spielen, Koop. Dann sie, ja, du musst dich halt daran erinnern. Das ist schon nicht ihre Schuld, wenn ich mich nicht daran erinnern kann. Schlimmer als bei den Kryptowährungen. Einfach, kannst du nicht ausmalen. Und darum, für mich, EA absolut ungedürre, ich möchte mir nie mehr ein Spiel kaufen, das mit Origin gekoppelt ist. Die können wir so am Arsch lecken. Das ist so der grösste Drecksverein. Und dann, das Geilste ist noch gewesen, ich gehe nachher auf, mir gezwungen genommen, was der Customer Service so ein bisschen für Bewertungen hat. Hey, musst du mal schauen. Hey, die, das ist, das, vielleicht kann ich den Scheiß einblenden. Warte, das müsst ihr sehen. Das müsst ihr einfach sehen. EA Customer Service. Bewertung. Bewertung zu Help EA. Also Moment, schnell, jetzt müssen wir da schnell. Jetzt muss ich da schnell. Was? Nehmen wir da Fensteraufnahme. Wir nehmen da Fenster auf. Oh, schau, jetzt ist da der Falsch drin. Da. Moinsen, Bio. Predator. Was ist denn hier los? Also. Seht ihr's? 199 Bewertungen, 93% ungenügend. Ja, das ist brutal. Und jetzt kannst du einfach so Sachen, Katastrophe, leider völlig inkompetent und ahnungslos, kann ich nur unterstreichen. Ja. EA ist der letzte Drecksverein, kann ich auch unterstreichen. Der Support ist sehr, sehr schlecht. Der Support taugt absolut gar nicht. Du kommst dort, das ist eine absolute Katastrophe. Schlussendlich mit dem Hongkong-Account vom Lex müssen spielen mit ihm zusammen. Weil ich dort nachher auf seinen Hongkong-Account können meinen neuen Origin-Account koppeln. Und den konnte ich mit ihm zusammen spielen. Aber ich habe die ganzen Trophies natürlich nicht bekommen. Mein Account. Ja, super. Rotzen. Das würde mich gerade davon abhalten, das nochmal zu spielen, das Spiel. Nein, das Spiel ist absolut geil. Also verstehe mich nicht falsch. Ja, das tut den doppelt Bombe. Weh, wenn das Spiel geil ist. Ja, das ist halt. Weißt du, das ist das Problem von allen grossen Firmen, oder? Da kannst du ja einen Nespresso anrufen, die haben das gleiche Problem. Oder die dort im Support arbeiten, die haben ja nichts mehr mit dem Produkt zu tun oder mit den Marken, oder? Das wird alles Geld sourcet und ich bin überzeugt, der EA-Support ist nicht einmal EA selber. Das sind irgendwelche. Nein, das sind irgendwelche. Das sind irgendwelche Agenturen in Budapest unten dort. Die nehmen die deutschen Texte und dann gehen die auf diepel.com und die dann dort übersetzen. Und es ist einfach Katastrophe. Sicher gibt es Ausnahmen, oder? Gibt gute Geschichten, aber also mit Online-Chat und so habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Sogar technischer Support oder so. Das von ausländischen Firmen? Ja, also ich arbeite ja mit dem Wix-Portal. Ah, genau. Weißt du? Ja. Und da habe ich ja manchmal auch bei Designern von Websites und so habe ich da Fragen. Und nachher denen Leute, da muss ich denen nicht anrufen oder so. Und ich habe einfach einen Chat dran, einen richtigen Techniker. Und die kümmern sich darum. Und das ist also Weltklasse, wirklich. Ich bin ganz überrascht gewesen, wie gut die sind. Aber das kannst du auch einer Hand abzählen. Vor allem, also es kommt selten vor, oder? Ich muss sagen, der Sony PlayStation Support ist gut. Also da kommst du auch wirklich kompetente Leute über, die auch deine Sprache mächtig sind. Definitiv. Mhm. Yeah. Also ich habe schon ein paar Mal Probleme gehabt mit meinem Account, habe angerufen und die das sofort können lösen. Und die können dir auch den Account verifizieren. Nicht so wie die anderen Doppeln. Yeah. Ja. Das hat ja, es ist Grund. Eben schade. Geht und auch mit den Schlipsträgern in diesen Firmen. Oder? Die, die halt einfach keine Ahnung haben von der Community und vom Spiel und die entscheiden dann einfach teilweise Sachen, die dann die anderen umsetzen müssen. Die Armen, weißt du, die entwickeln tun mir teilweise leid. Mir tut auch DICE leid. DICE tut mir leid, oder? Weil ich bin überzeugt, das hat ganz fähige und gute Leute in dem Team. Immer noch. Oder? Aber die haben ja keine Chance. Oder? Du bist ja ein Frontarbeiter. Genau, die haben einfach gesagt, geschissen, in 12 Monaten ist das Spiel auf dem Markt. Das sehe ich ja, wenn ich mir die Sketches anschaue vom Entwicklerteam, oder? Dass die Ideen gehabt haben, dass die Ideen da gewesen sind. Aber sie haben es nicht umsetzen, weil es geheißen hat, wir müssen Geld verdienen. Genau. Wir müssen da Battle Pass und Zeug und Sachen. Schau mal, Call of Duty macht es auch. Die sind auch erfolgreich, machen wir auch so. Ja, warum? Warum kopierst du einen anderen? Wieso machst du denn einfach was Eigenständiges? Weißt du, eben, da sind wir schon wieder. Ich leg mich schon wieder auf. Ich muss aufhören. Das kommt nicht gut.
Das tut mir so am Herzen weh, scheiße. Das ist ja nicht nur bei Battlefield, das ist ein Trend. Es ist ein Trend im Gaming und es ist zum Kotzen. Ja. Es ist zum Kotzen. Die Spiele kommen einfach unfertig raus, weil sie einfach den Druck haben, auch vom Publisher halt. Das ist halt das. Eben, ja. EA ist das beste Beispiel, der hat 12 Monate Zeit. Es muss laufen gehen. Und das, was wir euch vorgeben. Ich sage, du, das läuft doch. Da, du kannst doch da drücken und dann schiesst es und dann kannst du einen töten. Tipptopp, mehr muss doch gar nicht können. Also, ich wollte nicht wissen. Ja. Ja. Wie er es gerade sagt, da Mortagius, ja, entweder Early Access und unfertig. Kannst du ja patchen. Ja. Bis umgehst. Ja. Vielleicht das nein. Dann kaufe ich das Game von 120 Stutz. Und nachher, jetzt 2 Monate später, habe ich es im Sale, oder? Bin ich dann eigentlich dumm? Dann spiele ich dort das unfertige Spiel zu einem überrissenen Preis. Dann warte ich doch und sage einfach, weißt du, was fick dich? Ich kaufe das Battlefield erst nächstes Jahr. Und dann schauen wir mal. Mhm. Und dann komme ich für 5 Stunden zum, über. Genau, das ist genau. Im Game Pass. Ja, eben, das ist so, wie du jedes Game, das du kaufst, hat ein Day-One-Patch. Ich habe jetzt heute schon Rainbow Six installiert. Musst schauen, morgen, wenn ich die Scheiss-Konsole anlasse, kommt zuerst ein Update-Patch. Day-One-Patch. Ja. Gut, man muss auch sagen, es ist okay, weißt du, wenn sie so. Ich meine, die riesigen Spiele mit den riesigen Welten, ein Far Cry oder so, weißt du, was so. Oder ein Witcher, ich meine, der Umfang, die Welten, da gibt es so viele Probleme. Da verstehe ich schon, wenn man da ein was macht, ein Dittchen, was man. Aber es muss doch einfach. Es darf keine Game-Breaking-Bugs drin haben. Es muss funktionieren. Oder? Und wenn einmal etwas neu mit durchklippt oder wenn einmal irgendwann von 100 Matches einmal durch die Map gehst, weil du gerade immer einen dummen Stein gekumpelt bist, wo du eigentlich nicht solltest. Ja, so warte, kann ich damit leben und das kann man patchen. Aber einfach alles über den Haufen rühren, das ganze Game-Konzept, das man schon hat und das funktioniert, über den Haufen rühren, dass man möglichst viel Geld ausdrücken kann, alles anders gestalten, das geht einfach nicht in den Kopf. Ja, genau, dort sind wir und dort und so wird es auch weitergehen. Das ist das Leiden. Naja. Ja. Aber wir hoffen das Beste. G-Net Live, ja eben, Moment, es wird keine regelmäßige. Wir haben gesagt, wenn es uns mal juckt oder so, oder wir irgendetwas wollen machen, lassen wir den Stream an. Zuerst haben wir gesagt, wir machen nur Moins Bionics. Wir haben eigentlich zuerst haben wir nur ein Video machen für Geplapper. Und dann haben wir gesagt, komm, wir lassen doch einfach mal wieder den Stream an. Dann haben wir auch ein bisschen die Interaktion mit dem Chat. Genau. Ich finde es aber noch cool, wenn die Leute im Chat drin sind und auch ein bisschen interagieren. Ja, Jackie muss rasieren. Ja, ich rasiere mich für den Freitag. Eben, wie gesagt, darum, das ist jetzt nicht, wir streamen wieder, es wird wieder mal einig, wenn wir wieder mal Bock haben, einen Talk zu machen. Es wird einfach keine Gaming-Streams mehr geben von mir, es sieht daher aus. Aber Aktualität halber ist jetzt das halt einfach auch besser gewesen. Es ist jetzt noch müssen Tag 2 verbraten mit Schneiden und hin und vorne und dann ändert vielleicht wieder was unterdessen und da ist ein Stream natürlich besser für, so, für sowas. Auf jeden Fall geht Sascha geht auf unseren YouTube-Kanal. Scheiße, jetzt muss ich den Scheiß raussuchen. Ja, wir brauchen unbedingt noch Abonnenten. Ich meine, wir haben den Kanal offiziell erst im Januar gestartet und so er ist noch nie jetzt. Also alle, 50 Leute oder so. Also alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, es wird viel kommen. Es wird im Monat Minimum 3 Videos kommen, die ihr könnt reinziehen könnt. Die könnt auch jetzt, es ist von jedem Format schon eins draussen. Wo bin ich da? Da. Geht alle drauf. Abonnieren. Das Glöckli nicht vergessen zu aktivieren, dass ihr alle immer wieder informiert seid. Einen Kommentar legen, wenn ihr Bock habt. Wir würden uns extremst freuen. Wir haben unseren Standbein auf YouTube gelegt. Weniger auf Twitch. Twitch eben so wie jetzt heute, wenn wir mal aktuellmässig etwas zu berichten haben. Aber ansonsten sind wir digital content-mässig auf YouTube unterwegs. Alles gut, musst du dich nicht erklären. Hab Freude, dass ihr on seid. Ja, alles gut, Massi, alles gut. Wir haben Freude, dass du da bist. Genau, genau. Oder dass ihr da sind, alle. Genau. Das ist doch das meiste wert. Genau. Und auch wenn ihr die neuesten Berichte, danke schön, MC Hater. Danke. Auch wenn ihr mal ein Review wollt lesen oder euch wollt informieren lassen, geht auf unsere Homepage, thegnet.ch. Geht abchecken, auch dort könnt ihr euch ein Profil machen, wo ihr auch immer noch ein Herzchen drücken könnt. Und einen Kommentar hinterlassen, natürlich würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir auch dort ein bisschen die Unterstützung haben. Genau. Wir Jack, bitte so auf Twitter setzen. Nein, andere Twitter. Reviews zu schreiben und vor allem ehrliche Reviews zu schreiben. Genau. Genau. Und wir sind nicht, ich sage es immer wieder, wir sind Indie, wir sind unabhängig und wir nehmen kein Blatt vor das Maul und wir,
wir probieren wirklich das aus einer Gamer-Seite, aus einem Gamer-Aspekt aus zu testen und eine ganz ehrliche Meinung zu machen. Und nicht wie andere grosse Seiten, die auf Werbegelder angewiesen sind, müssen sie aufpassen, was sie sagen und eine schlechte Wertung und so weiter. Hast du gesehen die Wertung auf das Battlefield von der offiziellen Seite? 9, 8,5. Du hast nicht vor. Mega. Weißt du, die hat doch extra so ein Bild gemacht, EA, oder? Wo so die Wertungen drauf gemacht haben. Also, wie dumm muss man sein? Wie dumm muss man sein? Ja, so kannst du es auch probieren anzukurbeln, gell? Ja. Nein, dann würde ich sagen, Sascha, merci vielmals für den Talk heute. Also, eigentlich bin ich ja vorbereitet gewesen, um Rainbow Six Extractions zu zocken, aber jetzt geheißen, komm, wir machen jetzt den Talk. Das holen wir nachher. Wir machen das Video daraus. Sag es auch noch schnell. Was? Das Video. Was mache ich? Wo? Das Video machst du noch? Das Rainbow Six Extraction machen wir noch. Ah, genau. Der Lightspec. Super gewesen. Look Lightspec. Saluti. Dankeschön. Lightspec ist doch im Forum, oder nicht? Ja, schon ganz guter Freund von mir. Ah, okay. Ja. Okay. Ja. Wie gesagt, Rainbow Six Extraction wird das nächste Gezockt-Video im Februar. Wir werden das mit dem Chef und mit jemandem anderem im Koop auf Herz und Nieren testen und werden dort auch ein bisschen Gameplay zeigen, ein bisschen Gelaber und natürlich sagen, ist es für etwas oder ist es nichts. Ich bin gespannt. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir schon mal sehr gut. Und was soll ich noch sagen? Vorhin noch etwas sagen, jetzt weiß ich nicht mehr. Denk nach, Sven, denk nach. Sven. eben. Auch das hier, das werden wir auch auf YouTube gehen, den Talk heute. Einfach ungeschnitten, roh und ungeschnitten. Falls die, es ist eineinhalb Stunden, ja, ich will es auch schon ein bisschen kürzen. Aber wird es dir dort zum Nachschauen geben. Aber das ist authentisch, so ist es am liebsten. Genau. Frisch ab der Leber. Genau. Sascha, merci vielmals, hast du dir Zeit genommen. Danke Sven, sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Merci auch im Chat. Genau, merci auch dir im Chat. Merci vielmals, seid ihr da gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, YouTube abchecken, abonnieren. Und an dieser Stelle winken wir doch und wünschen euch allen einen schönen Oben und bleibt gesund. Genau. Winken! Ciao. Winken! Da wieder einmal. Adi zusammen.